Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel und ja, heute mit dabei die Yamera als Liberiel. Schönen guten Abend. Und der D-Rex als Daniel. Hallo. Und Feder spielt Zitariel. Hallo. Hotney als Inariel. Hallo, schönen guten Abend. Und last but not least, Lokis Vibe als Lyriel. Guten Abend. Jo, wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Nicht auf dem Weg zu einem fremden Planeten, aber auf dem Weg ins Raguels Land, das heutige Skandinavien. Ja, die Welt hat sich um einiges verändert. Wir spielen im Europa dieser fernen Zukunft und die Engelsschar, die ihr hier seht, sind vom Gott, dem Herrn, auf die Erde niedergeschickt worden, um der Menschheit zu helfen gegen die Ausgeburten der Hölle, gegen die Traumsaat, die Schreckensmonster des Herrn, der Fliegen. Und sie sollen der Kirche, der angelitischen Kirche, beistehen im Kampf gegen diese Monstren. Und ja, das tun sie denn auch. Und ja, sind unterwegs Richtung Norden aus Roma Aeterna aufgebrochen und haben schon so einiges erlebt. Sind jetzt endlich an der Küste angekommen und sind nur noch irgendwie einen Gewaltflug entfernt von Festland Skandinaviens. Ich hatte sie letztes Mal in eine Stadt geschickt. Oder zumindest habe ich sie in eine Stadt beschrieben. Die habe ich noch gar nicht benannt gehabt. Ich habe mir jetzt rausgesucht, das könnte Halle gewesen sein. Ja. Leipzig ist ja die große Küstenstadt an der Küste. Und Halle an der Saale ist inzwischen auch Küstenstadt, weil, naja, der Meeresspiegel gestiegen ist. Und dadurch ist, Gamera grinst schon so komisch. Das klingt irgendwie komisch, wenn Leipzig und Halle Küstenstädte sind, ja. Aber so. Quasi Halle an dem Meer. Halle an dem Meere, genau. Ja, so ist es inzwischen. Diese Stadt Halle hat Inariel ein bisschen aus der Luft beobachtet und hat merkwürdige Sachen festgestellt. Ist zuerst von einem Angriff ausgegangen, weil schwer bewaffnete Reiter in die Stadt hineingeritten sind. Die Schar hat sich schon bereit gemacht für einen Kampf. Aber es hat sich dann herausgestellt, das handelt sich um Beutereiter, die den Zehnt der Kirche eintreiben. Und das ist natürlich völlig rechtens. Und das erste Mal, dass die Engel jetzt gesehen haben, was denn der Zehnt der Kirche ist. Denn der Zehnt besteht aus Kindern, die eingesammelt werden, die dann im Schoß der Kirche Aufgaben zu verrichten haben. Und Zitariel hat sogar eine flüchtige Frau erwischt, die ihr Kind verstecken wollte vor den Beutereitern und hat sie mit einem bösen Blick zurückgeschickt in die Stadt. Ja, nicht so ganz böse, aber du hast sie energisch darauf hingewiesen, dass sie doch ruhig zurückgehen soll, was die Frau dann auch gemacht hat. Ja, einiges hat das an merkwürdigen Gefühlen in euch ausgelöst. Ob das jetzt alles so richtig oder falsch ist. Warum haben die denn so einen Käfigwagen bei sich? Warum fangen einige Menschen an zu weinen? Ist doch was Gutes. Und während ihr da so beschäftigt wart mit diesen Geschehnissen, die in der Stadt sind, die Engelschar selber ist in dem Wald vor der Stadt gelandet, damit sie nicht zu viel Aufsehen machen. Haben sie ein bisschen gewartet, bis diese Reiterrotte wieder von dannen gezogen ist. Und dann passiert etwas Merkwürdiges, denn sie hatten das Gefühl, beobachtet zu werden. Und Daniel, Inariel, Liberiel, Lyriel und Zitariel haben sich dann umgeschaut und haben eine Kreatur gefunden, die in einer Art Erdloch wohnt. So eine Art Hobbit-Höhlenhaus. Und ganz kärglich eingerichtet und haben versucht, diese Kreatur zu stellen und nicht genau wissend, was um was es sich genau handelt. Sind bis jetzt von einem Menschen ausgegangen, der sie beobachtet.
Lyriel hat ihn dann gestellt und ihn angefasst und guckt, was mit ihm nicht ganz in Ordnung ist, und ist dann zurückgeschreckt, weil diese Gestalt nur noch, ja, wenn überhaupt, halb menschlich ist. Denn ja, sie hat eine Klaue, eine insektoide Klaue, und auch im Gesicht, ja, das Gesicht besteht zur Hälfte aus Mandibeln und insektoiden Zügen. Genau, jetzt geht mein Kopfhörer aus, so, weil ich schon wieder zu lange monologisiere hier. ja, und deswegen habt ihr versucht, zuerst mal mit dem Ding zu kommunizieren, bis Zitariel das Ganze dann gesehen hat und dann deutlich zu verstehen gegeben hat, dass das Ding brennen und sterben muss. Daniel als geflissentlicher Befehlsausführer hat das Ganze dann erledigt, das Vieh getötet und die Hobbithöhle in Brand gesteckt. Was aber besonders merkwürdig war, ist, dass Zentariel von dieser Entdeckung dieses Wesens irgendwie mitgenommener zu sein schien als die anderen. Inariel stand in ihrer Nähe, hat versucht, sie anzusprechen, woraufhin Zentariel völlig ausgetickt ist und ihn mit einem Stromschlag mal quer durch den Wald geschossen hat. Inariel ist gegen einen Baum geprallt und ja, nicht schwer, aber ein leicht verletzt zurückgeblieben, während Zitariel in die Büsche geflohen ist und ihre Kommunikation zu der Schar unterbrochen hat. Und ja, grob haben wir da, glaube ich, geendet. Und unsere Kamera, oder eure Kamera, lieber Chat, zeigt nun die durch den Wald eilende Zitariel. Während irgendwo im Hintergrund die Hobbithöhle brennt, weil Daniel sie angezündet hat. Die Beryl hat Gott sei Dank vorher ja noch ein bisschen was bergen können, nämlich ein angelitisches Kreuz, was dort aus Holz geschnitzt lag. Ja. Wie geht's denn gerade, Zitariel? Was macht sie so? Läuft sie länger weg? Oder was hat sie überhaupt vor jetzt? Was geht in ihr vor? Also sie weiß selber nicht so genau, was sie vorhat. Sie weiß, dass sie am ganzen Leib zittert und dass es ihr unglaublich schwerfällt, überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen. Sie hat das Gefühl, sie rutscht in so eine Art Tunnelblick rein, den sie krampfhaft versucht, irgendwie zu unterdrücken, irgendwie die Kontrolle zu behalten über die gesamte Situation. Fühlt sich aber im Moment nicht wirklich in der Lage, ihre Emotionen auszuschalten, weil sie einfach viel zu aufgewühlt ist, weil die ganze Zeit irgendwas von hinten gegen ihren Hinterkopf pocht. Irgendwas, an das sie sich momentan nicht wirklich erinnert, aber was raus will, was da ist. Und dementsprechend ist sie tatsächlich sehr schnell unterwegs. Sobald Daniel weg ist, hat sie quasi angefangen, erst schnell zu gehen, dann ein leichter Jog, und jetzt rennt sie durchs Unterholz, tiefer in den Wald hinein. Das geht so weit, dass sie, sobald sie eine Stelle erreicht, wo die Bäume nicht mehr so dicht stehen, sich abstößt, die Flügel aufspannt und fliegt, um möglichst viel Strecke zwischen sich und ihre Schar zu bringen. Einfach nur weg, 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 weil gerade ist sie nicht sicher. Sie ist gefährlich und sie muss weg. Und sie braucht einen Ort, wo sie sicher ist, aber sie ist nicht sicher. Es gibt keinen Ort, wo sie sicher ist. Sie kann nicht weglaufen, nicht vor dem, was halt in ihrem Kopf ist. Und dementsprechend eine Panikattacke bekämpfend, schießt sie durch den Nachthimmel, bis sie, keine Ahnung, irgendwie einen besonders hohen Baum findet oder ein besonders dichtes Waldstück, wo sie dann runterkommt und sich irgendwo im ganz, ganz dichten Gehölz verstecken wird. So gut es geht, sie wird sich so klein machen wie möglich, sie wird sich zusammenkauern, die Flügel werden sich um sie herum schließen, dass sie irgendwie versucht, eine Art Schutzraum für sich zu erschaffen, bevor halt diese Dunkelheit aus ihrem Hinterkopf sie überrollt und plötzlich Erinnerungen auf sie einströmen, die sie nicht kontrollieren kann. Das sind Gerüche, die sie plötzlich riechen kann. Das sind Bilder, die vor ihren Augen pulsieren, vollkommen chaotisch, in keiner bedingten Reihenfolge. Es sind Emotionen, vor allem Emotionen, die sie nicht kontrollieren kann, die sie nicht mehr unterdrücken kann, die halt da waren, die halt ausgelöst wurden durch dieses Ding im Schatten und die plötzliche Berührung, die sie da so rausgerissen hat aus dieser Szene, wo sie drin war. Und ja, das alles überrollt sie jetzt halt vollkommen und
nimmt ihr jeglichen Sinn. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist, sie weiß nicht mehr, wer sie ist wirklich. Es ist halt einfach alles konsumiert sie quasi, was gerade in ihrem Kopf stattfindet. Und das ist das, was gerade mit ihr passiert. Zitariel zusammengekauert in irgendeinem jetzt dann doch etwas weiter entfernten Waldstück. Weil, ja, Zitariel und Michaeliten sind dafür bekannt, wenn es drauf ankommt, sehr schnell zu sein. Daniel und Liberiel haben sich um die Hobbithöhte gekümmert. Liberiel hätte wahrscheinlich ganz gerne gehabt, noch ein bisschen länger da alles zu durchforsten, aber Daniel ist gehorsam, wie er nun mal ist, ja, sehr akribisch darin, irgendwie alles zu vernichten, was es hier irgendwie gab. Auch die kleinen Sachen, die draußen standen, dieses Gestell, wo eine Haut aufgespannt war. Alles muss den Flammen zum Opfer fallen von Daniels Feuerschwert. Und Lyriel hatte sich, glaube ich, um Inariel gekümmert, der da am Baum kauerte und ja nicht wirklich schwer verletzt war, aber deutlich irgendwie noch so die letzten Stromsachen irgendwie auch noch auf der Haut fühlen kann und der natürlich den Aufprall gegen den Baum. Der Baum hat einen deutlichen Knacks bekommen. Und ja, jeden normalen Menschen hätte dieser Schlag oder dieser wuchtige Schlag wahrscheinlich getötet und ihm die Wirbelsäule kaputt gebrochen, aber Inariel ist nicht umsonst ein Engel des Herrn und dem passiert sowas nicht. Ein paar deiner Pfeile sind zerbrochen bei der ganzen Aktion, aber mehr ist nicht passiert. Und trotzdem schmerzt es ein bisschen, denke ich. Ich werde mal versuchen, auf alle vier zu kommen. Nee, ich bleib erstmal sitzen. Aber wo ist Zitariel? Die finden wir schon noch. Jetzt musst du dich erstmal ein bisschen ausruhen und dann finden wir Zitariel. Trink erstmal was und drück einen Wasserschluck in die Hand. Ja, ich nehme den Becher und du kriegst wahrscheinlich ein Gewischt von mir, weil ich noch so mit Strom aufgeladen bin. Oh. Danke. Gerne. Was ist denn mit ihr? Tja, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich würde mal vermuten, dass sie entweder sowas schon mal gesehen hat oder sie auf jeden Fall sehr durcheinander ist und vermutlich selber sehr geschockt und ja, vermutlich ihre Gefühle gerade nicht richtig einordnen kann, aber das vermute ich ja auch nur, oder kann ich ja auch nur vermuten, weil ich sie ein bisschen kenne. Also wirklich einschätzen, wie es in ihrer Seele ausschaut, kann ich jetzt. Dann braucht sie uns. Dann können wir nicht jetzt warten. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht genau das eben nicht will. Ob sie jetzt ihre Ruhe möchte. Das ist doch eigentlich meistens so, wenn man wegrennt. Was auf jeden Fall in euren Köpfen ist, ist diese Abstinenz von Zitariel, weil sie hat ja als Verbindungsglied zwischen euch fungiert. Und schafft ja dieses Gefühl des absoluten Verbundenseins und das ist einfach jetzt komplett weg. Und ihr habt euch quasi ausgeschaltet und da fehlt jetzt auch irgendwas in euren Gedanken, in eurem Kopf und so. Ich möchte sie ja auch finden, aber ich möchte auch nicht, dass noch jemand verletzt wird. Auch Zitariel nicht. Ach, das kriegen wir schon hin. Ich rappel mich mal hoch. Und gehe dann so ein bisschen. Der Rücken tut ein bisschen weh. Aber das geht alles gut. Ich gehe mal zu Daniel und Liberiel, die ja in ein Feuer starren, hinüber. Ja, es brennt alles lichterloh. War ja aus Lehm und Holz und Stöcken und sonstigem brennbarem Material gebaut. Irgendwie das kann deutlich Daniel? Die Hitze spüren. Daniel? Hast du nicht
noch mit Zitaria geredet? Wo ist sie jetzt hin? Du wirst dann sehen, wie Daniel absolut regungslos mit zusammengeballten Fäusten einfach stur in das Feuer starrt. Daniel! Sie hat sich nicht unter Kontrolle. Da müssen wir sie suchen. Sie will nicht gefunden werden. Und vielleicht ist es besser so. Nein. Aber wir sind eine Schar. Wir sollten zusammenhalten. Ich meine, eine Schar hält doch zusammen. Ja. So habe ich das zumindest immer verstanden. Natürlich. Eine Schar hält zusammen und greift einander nicht an. Ach, das war bestimmt nicht Absicht. Lass mich doch danach schauen. Ich bin halt auch so hinter Narell hergekeucht, weil zu Fuß ist nicht so ganz meine Stärke. Und wird aber dann jetzt mal ja, das sehende Auge halt anwenden und vor allem nach seinem Rücken schauen und ja, zur Not halt ein bisschen Kraft drüber schicken, heilende Hand. Dein Geist verlässt, wie immer, wenn du diese Kraft anwendest, deinen Körper und zieht durch deine Fingerspitzen hinein in Inariels Körper. Du siehst die absolute Helligkeit der Seele von Inariel, die Blutbahnen. Du kannst die Blutbahn entlang fahren, bahnst dir deinen Weg zur Wirbelsäule. Das ist nichts gebrochen. Ein paar blaue Flecken hat er davon getragen. Aber du merkst auch, dass sein Körper sich jetzt schon zu wehren scheint und ja. Ja, ich würde ihm quasi so ein Tickchen Kraft rüber schicken und dann halt, wenn ich quasi die Augen wieder aufmache, schaue ich ihn an und sage, das ist zum Glück nichts Ernstes und die Kräfte des Herrn fangen schon an, dich zu heilen. Gut, ja, das spüre ich. Ich bewege mal ein bisschen die Flügel. Ich gehe jetzt Zitariel suchen. Vergiss es. Wie, vergiss es? Dann landest du gegen den nächsten Baum. Ja, dann ist das so. Zitariel hat sich nicht unter Kontrolle. Zitariel. Wenn ihr was passiert... Wenn hier noch so ein Vieh rumläuft und sie sich nicht unter Kontrolle hat? Dann leidet das Wesen wahrscheinlich mehr als sie, aber ich bin auch dafür, sie zu suchen. Ich würde sagen, wenn, dann sollten wir sie aber nur zusammensuchen. Wir haben gerade keine wirkliche Verbindung und Inariel, wenn du auch noch verloren gehst, was machen wir denn dann? Also wir vier dürfen uns auf jeden Fall jetzt nicht trennen. Weil ohne Zitariel verlieren wir uns. Und Daniel, du musst auf jeden Fall mitkommen. Du machst das Licht. Dann gehen wir zusammen. Dann kann mir ja auch gar nichts passieren. Unsere Michaeliten. Und ihr werdet merken, dass er bei diesen Worten ziemlich angesäuert ist. Hat befohlen, sie in Ruhe zu lassen. Du hast gerade gesagt, dass sie nicht bei Sinnen ist. Also los. Das ist richtig. Sie ist nicht bei Sinnen. Sie hat sich nicht unter Kontrolle. Ein Michaelit, der sich nicht unter Kontrolle hat, ist eine Gefahr. Ja, da. Also, wie wäre es denn mit einem Kompromiss? Wir können sie ja suchen und dann können wir zumindest uns in ihrer Nähe niederlassen und dann können wir zumindest auf sie aufpassen. Ja, genau. Finde ich gut. Lasst uns unsere Sachen holen. Und dann setzen wir uns einfach, wenn wir sie gefunden haben, zu ihr in die Nähe und machen wieder ein neues Feuer und singen und beten. Das lockt sie bestimmt wieder heraus und vielleicht können wir auch was von dem Abendbrot nochmal warm machen. Der Geruch lockt sie bestimmt auch an. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee.
ich weiß gar nicht, gibt es schon irgendwelche reife Früchte? Ich gucke Lyriel fragend an, mit großen, neugierigen Augen. Vielleicht finden wir welche. Süßes hilft auch immer. Wir haben jetzt leider... Ich habe noch mein Trockenobst. Schau mal. Ja. Oh ja, damit lässt sich was machen. Ansonsten, ich glaube, es war irgendwie Anfang Frühling oder so. Da ist wahrscheinlich eher nicht so mit Früchten. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es auch aber gar nicht mehr so genau. Glaube aber auch. Vielleicht finden wir noch ein paar übrige Nüsse oder... Je nachdem, welche Sträucher hier wachsen, vielleicht junge Knospen. Inarie, kannst du nicht ein Eichhörnchen fragen, wo es seine Nüsse versteckt hat? Ach so, ich dachte, ob es gegessen werden möchte. Nein! Ja. Wobei, das Eichhörnchen könnte man auch mal versuchen. Vielleicht kannst du auch Bienen fragen, ob sie noch irgendwo Honig haben. Wobei, Bienen ist, glaube ich, noch nicht die richtige Zeit. Aber vielleicht haben sie noch Honig vom letzten Jahr übrig. Lass uns erstmal Zitariel finden. Wir brauchen das alles, um sie rauszulocken. Wir können ja auf dem Weg suchen. Ja. Ja, wie geht's Daniel mit der Entscheidung, dass alle gegen dich sind? Daniel seufzt einmal, schaut dann die anderen drei an. Es gibt ja noch zur Demokratie. Ich komme mit. Nicht um Zitariel zu finden, sondern um euch vor ihr zu beschützen. Dankeschön. Das wird schon. Hauptsache, du kommst mit. Du hast ja gesagt, dass wir nicht alleine sein sollen. Dann. Die ersten Spuren sind für Inarie sehr deutlich zu sehen, wo die Zitariel durch den Wald gelaufen ist. Gut. Die enden dann halt irgendwann, als sie sich abgestoßen hat und zum Flug übergegangen ist. Ab da kann sie in jede Richtung unterwegs gewesen sein. Sie ist bestimmt geflogen. Das ist aber unpraktisch. Kannst du die Spur auch in der Luft finden? Nein. Aber ich stoße mich auch mal ab und fliege nach oben. Wir müssten ja sehen, vielleicht... Wir müssen denken wie sie. Dann finden wir das schon. Ja, ich schaue mich mal in der Luft um, versuche mal so einen Überblick zu verschaffen, wo, wenn ich verwirrt und alleine sein möchte... Vielleicht ist sie hinaus aufs Meer geflogen, da wäre man ziemlich alleine. In die Stadt. Ah, ja, die Stadt. Zurück in den Wald. Nördlich der Stadt ist noch ein Berg. Der Petersberg. Das weiß Inarie, weil er sich mit Karten auskennt. Und weil er schon mal in Halle war. Das könnte natürlich sein. Ich würde mal in Richtung von dem Berg fliegen. Das klingt, finde ich irgendwie gut. Im Zweifel, vielleicht sieht sie uns ja dann auch. Komm mit! So fliegen die vier Engel los Richtung Berg, etwas weg von Zitariel, die mit zusammengekauert mit den Flügeln um sich herum auf dem Boden sitzt, das Gefühl hat, dass alles Mögliche von außen auf sie einströmt, so ein bisschen die Erinnerung hat an die vielen Stimmen, die auf sie eingedrungen sind, als man das erste Mal irgendwie erwacht ist in dieser Welt. Aber was sie jetzt hört, sind nicht die Stimmen von anderen wohlwollenden oder singenden Monarchen oder andere Stimmen anderer Engel in deinem Kopf, wie man es gewohnt ist. Es sind die restlichen Klänge, die sich bahnbrechen aus deinem Kopf zurück in die Wirklichkeit gerissen werden. Die Stimmen, die Schreie und die Todeslaute deiner Freunde. Früher.
Du meinst regelrecht auch das Schlachtfeld um dich herum zu hören. Die Schatten, wenn du kurz einen Feder oder so nach aufmachst nach draußen, die, ich meine, es ist halbwegs dunkel draußen, irgendwie zwischen den Bäumen, die kleinen Schatten, die geworfen werden, sehen aus wie flackernde Feinde, die auf dich einströmen. Und die Schuld kommt zurück. Es wird einen Zeitpunkt geben, wo sie nicht mehr wirklich verifizieren kann, ob die Schreie real sind oder nur in ihrem Kopf. Ja, langsam wandeln sie sich auch in vorwurfsvolle Gesten und Töne irgendwie. Du bist schuld, dass ich gestorben bin. Ihre Verantwortung. Wir mussten uns auf dich verlassen und solche vorwurfsvollen Sachen. Ihre Alles Befehle. Das, was du tief in deinem Innersten eingesperrt hattest, bricht sich jetzt bar nach außen und läuft von deinem geistigen Auge ab, ohne dass du erkennen kannst, was jetzt real und was nicht ist. Du siehst die Gesichter wieder vor dir. Sie mir am besten meine Karte. Gerne. Zip. Die Beutereiter in aufrechter Bedeutung, Strukturwandel, Bruch mit alten Strukturen, Entschlossenheit, Freiheit, Lebensenergie, neue Haltung und Perspektive, Erwachen, tiefe spirituelle Weisheit, Kreativität, Intelligenz und Prophetie. Okay, dann würde ich daraus deuten, dass es ihr relativ bald gelingt, sich aus dieser Glocke tatsächlich dann loszureißen. Ja. Dass sie versucht, sich auf die Erde zu konzentrieren, um sich herum, unter ihren Füßen, dass sie halt irgendwas sucht, woran sie sich festhalten kann, woran sie sich wieder in die Realität zurückziehen kann, Stück für Stück, Atemzug für Atemzug. Vielleicht kriecht sie sogar einen Moment über den Boden, vollkommen orientierungslos, um halt irgendwie wieder einen Punkt zu bekommen, wo sie halt sich dran festhalten kann, um halt wieder da anzukommen, wo sie eigentlich ist. Wenn du mir erlaubst, hätte ich eine gute Idee, wie der Switch zustande kommt. Also das passiert, was du gerade gesagt hast, dann irgendwann bricht es aus dir heraus und du schreist diese Stimmen an und diese Sachen. Lasst mich in Ruhe, vielleicht ganz laut, so laut wie du kannst. Und es hallt dann durch die Wälder wieder und ist dann irgendwo ganz in der Weite von einem Inariel, der Wahrnehmung eines Oheliten besitzt, ganz leise zu vernehmen, wie es von der Bergwand widerhallt. Da lang. Wir müssen da lang. Ich habe sie gehört. Also genau in die andere Richtung. Ja, ich drehe einmal. Zurück. Seht ihr, ich habe doch gesagt, dass es eine gute Idee ist, zum Berg zu fliegen. Da kriegt man nämlich alles mit. Ja, mach doch nicht eine Wendung. Wie kann man nur auf der Stelle die Flugrichtung ändern? Das geht nicht. Natürlich geht das, aber das erkläre ich dir später. Und die nächste Bruchlandung. Ja, du musst deinen weiten Bogen fliegen, sag ich. Und ich versuche halt währenddessen nichts aus dem Kessel zu verschütten. Mitgenommen. Genau das muss Liberiel machen, einen Bogen fliegen, weil sie kann es nicht in der Luft stoppen und in die entgegengesetzte Richtung wieder fliegen. Ja. Eilt sich dann, um bei euch wieder aufzuschließen. Nach diesem Schrei, der aus dem tiefsten Innern kam und dieses Lasst mich in Ruhe in die Welt hinausgebrüllt hat, ist es danach still. Um Zitariel. Da ist nichts mehr. Kein Laut eines Vogels, die alle nach oben schwirren jetzt, weg sind von dir, weil Zitariel das mit der Stimme Gottes herausgebrüllt hat. Ja. Nach einigen tiefen Atemzügen kommt sie dann noch wieder ganz zu sich und sie fühlt sich einfach
unglaublich müde, was vielleicht auch daran liegt, dass dort, wo ihre Handflächen in den Boden gedrückt waren, blitzartige Strukturen in den Boden gezeichnet sind, die halt von dieser Entladung stammen, die sie halt, der sich halt gewaltvoll aus diesem Strudel befreit hat. Und sie wird einige Augenblicke einfach nur da sitzen und einfach nur keuchen. Und dann, ein bisschen aufstehen, schwanken und sich versuchen, irgendwo einen Unterschlupf zu suchen. Ein umgestürzter Baum oder, keine Ahnung, eine große Astgabel oder irgendwie irgendwo was, wo sie sich halt wieder einrollen kann. Weil auch wenn die Bilder jetzt nicht da sind, sie ist vollkommen elendig. Kraftlos, müde, jetzt kalt. Aus Inariel, Illyriel, Liberiel und Daniel fliegen so schnell sie können in die Richtung, die Inariel sie geführt. So schnell sie können. Liberiel blinkt etwas zurück, merkt das erste Mal, dass wenn die anderen wollen, sie dich ohne Probleme abhängen können. Der Abstand wird immer größer und immer größer. Gib mir Mühe, dran zu bleiben. Und irgendwann seht ihr dann auch diese Vogelschwärme, wie sie halt über diesem Waldstück irgendwie kreisen und irgendwie aber versuchen, Abstand zu gewinnen. Sie ist in Gefahr. Sie hat gesagt, dass sie in Ruhe gelassen werden will von irgendwem oder irgendwas. Da unten. Und natürlich da unten. Vögel fliegen nicht nachts. Und ich mach mich mal im Sturzflug hinunter zum... Sei trotzdem vorsichtig. Natürlich. Ich bin nicht vorsichtig, ich gehe einfach runter. Lyriel, einfach eiskalt angelogen. So. Inariel landet mit einer Dreipunktlandung irgendwo zwischen den Bäumen. Leicht vibriert der Boden unter dir. Und du siehst vielleicht gerade bist du an der Stelle gelandet, wo Citaril eben ihren Ausbruch hatte und siehst noch diese verbrannten, verkokelten Grasflächen, Mooshaufen. Sie hat gekämpft. Citaril, wir sind hier. Citaril hört wieder Stimmen. Sie bewegt sich nicht. Citaril, ich suche sie. Soll ich dir eine Karte ziehen? Ja, zieh doch mal eine Karte. Oh je. Roma Aeterna in umgedrehter Bedeutung. Verfall, Unfruchtbarkeit, Armut, Untätigkeit, Störung und Zerstörung. Das ist ja mehr so eine Daniel-Karte. Ne? Das ist aber auch gerade in der Situation schwierig. Naja, Störung, ne? Aber. Ja. Was könnte denn Inariel stören bei der Suche? Ich meinte eher, dass er Citaril stört, aber. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was am sinnvollsten ist, weil Inariel wird eine Weile umher irren, vielleicht auch, ein bisschen im Kreis. Und ich glaube, wir haben Citaril verloren. Ich fürchte. Ich hätte noch einen Deutungsvorschlag für Zerstörung. Ja. Dass du bei der Suche nach ihr auch anfängst, das ganze Unterholz hochzunehmen und damit die Tiere aufschreckst und noch mehr Chaos auf dieser ganzen Lichtung fabrizierst und damit halt vielleicht auch für Citaril damit dann eine Bedrohungsaspekt darstellst mit den Gedanken, aus denen sie gerade gerissen wurde, weil jetzt sich im Grunde du das Unterste zu Oberst kehrst auf der Suche nach ihr. Ich hab jetzt eine Idee, dafür brauche ich aber Citaril. Okay.
Ja, dann schalten wir kurz noch mal zu Lyriel, Daniel und Liberiel. Liberiel hing ja ein bisschen zurück, schließt jetzt wieder auf. Und ihr drei kreist über der Stelle, wo Inariel in den Wald hineingeschossen ist. Warum gibt es überall Wälder? Da sieht man nicht, was da unten ist. So kann ich doch meine Gaben gar nicht nutzen. Richtig, so muss das sein wie im Gabrielsland, wo alles abgerodet ist. Ich sehe zum ersten Mal einen Vorteil von deinem Zuhause, Daniel. Ich sehe nicht, du meinst, weil sich niemand verstecken kann? Ja. Wie im Nebel von Prag. Aber alles grau und ohne Pflanzen ist doch auch nicht gut. Die müssen ja irgendwo ihre Gärten auch verstecken. Ja, Menschen brauchen Pflanzen zum Leben. So war das schon immer. Gut, ich versuche jetzt auch zu landen. Und dann fange ich mal an, runter zu fliegen. Wenn Liberiel so einen Landeanflug ankündigt, wird Daniel wahrscheinlich wie so ein Schatten ihr hinterherfliegen, um im Notfall auch nochmal irgendwie alles da retten zu können. Denn er hat ja gesagt, er kommt nur mit, um die anderen zu beschützen. Was mit Cetariel ist, das ist ihm gerade herzlichst egal. Ja, Lyriel seufzt dann und landet dann auch halt besonders vorsichtig, weil sie halt immer noch den Kessel in der Hand hat. Und nach der Landung würde ich den auch erstmal entweder irgendwo abstellen oder wenn ich tatsächlich einen Ast finde, wo ich den praktisch aufhängen könnte, würde ich das auch machen. Und dann schalten wir wieder zu Inariel. Ja, genau. Also ich bin ziemlich durcheinander und ich will sie hier finden, weil ja, hat ja ein Kampf stattgefunden oder sowas. Sie hat gesagt, von wegen, lasst mich in Ruhe. Blitze haben den Boden zerstört. Und dementsprechend suche ich sie und gehe damit auch nicht behutsam vor. Und ich werde sie finden, indem ich einfach in das Gebüsch, in dem sie sich versteckt, reinstolpere sie und sie geradezu umrenne. Sie hat sich ja auf den Boden gekauert. Wahrscheinlich stolperst du dann über sie drüber. Ja, ja, genau. Nimmt sie denn doch noch einen Würfel? Jetzt noch was? Doch Karten. Ja, gut, zieh mir eine Karte. Hoffen wir auf den Herrn der Fliegen. Was kannst du schief gehen? Ich stolpere über dich, fall dann hin und sage: Cetariel, jetzt liegt sie auch noch auf dem Boden. Wahrscheinlich ist sie verletzt. Ist alles gut mit dir? Ich krieche mal wieder zurück zu dir. So, es ist das zweite Arcanum, die Beginnen in aufrechter Bedeutung, Erleuchtung, Intuition, Einfallsreichtum, Meditation, Eingebung, Wachstum, Entwicklung, Bewusstsein, Geheimnis und Innenschau. Ja, ich kombiniere das mit dem Würfel, den ich gerade gehört habe. Ja, der so mäßig guckt, ja. Cetare reagiert tatsächlich gar nicht wirklich auf dich. Sie wirkt entweder, als wäre sie in einer tiefen Meditation oder betäubt. Aber sowas wie Betäubung ist halt schwer zu erreichen in dieser Welt. Sondern ihr Blick ist leer, ihr Gesicht ist leer. Sie hat es gar nicht wirklich mitbekommen, dass du sie umgerannt hast, sondern die Vögel, die du quasi aufgestoßen hast, die gehen einfach wieder zu. Sie bleibt da sitzen. Ich krabbel zu dir, so auf allen Vieren, weil ich ja hingefallen bin. Und dann, Lyriel, hier! Ja, und ich... Schnell! Cetariel, was ist? Ich gucke mal, ob sie irgendwelche Verletzungen hat, die... Wahrscheinlich jetzt nicht sehr, aber die Flügel sind ja auch so ein bisschen davor. Aber die ziehe ich jetzt nicht auf. Oder sollte ich? Cetariel, ich bin bei dir. Ich bin Inariel. Wir sind wieder hier. Wir sind alle da, deine ganze Schar. Und die Beriel hat was zu essen mitgebracht. Du kriegst doch Früchte, hat sie gesagt. Ja, hier. Ich bin gerade dabei, mir so die Äste von das Laub von den Flügeln zu streichen, von den Schultern aus den Haaren zu klauben. Ich bin schon mal auf dem Weg jetzt hinter Lyriel hinterher, die ja schon vorstürzt, um zu helfen.
Richtig, genau. Ich würde einfach mal der breiten Schneise folgen, die ihn wirklich so bei seiner Suche gebrochen hat. Und ja, halt mal dahin eilen, so schnell mich meine leicht pummeligen Beinchen tragen. Während ihr anderen auf Cetaril einredet, steht Daniel einfach nur mit verschränkten Armen und ziemlich grimmig guckend im Hintergrund. Musstest du kämpfen, Cetaril? Da sind Kampfspuren. Cetaril, sag doch was. Lyril, ich glaube, ihr geht's nicht gut. Cetaril, wenn du uns hörst, ich werde mal nach dir schauen und das mal so ganz, ganz zaghaft meine Hand ausstrecken, weil ich mich noch daran erinnere, was das letzte Mal passiert ist, als jemand von uns hier angepasst hat. Und halt wirklich so ganz zaghaft so am besten wahrscheinlich ihren Flügel berühren und sofern das klappt. Direkt wieder ein Schlag. Oh. Es ist kein starker, ja. Aber es ist so ein, als hätte man aufgeladen, so eine Autotür angefasst. Mhm. Okay, dann zieht meine Hand zurück und. Was ist denn mit dir? Wir sind alle da. Daniel, Inaria sagt, sie hat hier gekämpft, du musst schauen, ob hier noch jemand ist. Daniel schaut mal sehr behelfsmäßig desinteressiert, einmal links, einmal rechts über die Schulter. Keiner da. Irgendwo so eine verkokelte Feldmaus. Der Feind! Ich versuche mal, ob ich so, ich lege auf so ein kleines Blatt, ich reiße ein unbeschriebenes Stück Papier aus meinem Buch mit so einem verzogenen Gesichtsausdruck und rapiere da ein paar meiner kandierten Früchte drauf und versuche die so unter den Flügeln hindurch durchzuschieben. Wir sind hier, Cetaril. Du bist nicht alleine, wie Nariel schon sagt. Komm doch raus, damit Lyril dich anschauen kann. Wir sind ja auch nicht böse. Nein, warum sollten wir? Alles gut. Geht weg. Nein, warum denn? Willst du uns nicht mehr? Geht weg. Nein, ich gehe nicht weg. Wir sind eine Schar, wir kümmern uns umeinander. So wie die Flügel so leicht hin und her sich bewegen, als würde da drunter jemand den Kopf schütteln. Ich gehe nicht weg. Ich setze mich jetzt hin, verschränkt die Arme, Hände, zieht die Arme vor der Brust. Dann warten wir hier halt. Wenn Inaria eins gut kann, dann ohne Bewegung irgendwo rumsitzen und warten. Von hinten wird dann etwas lauter kommen. Ich habe euch gesagt, sie will nicht. Ja, ich will auch nicht, dass ich ohne sie bin. So, und jetzt? Wir machen ein neues Lager und Lyril, hier ist kein Blut auf dem Boden, oder? Ich habe keins gesehen. Nein. Gut, dann. Wir sind einfach hier. Vielleicht hilft das, vielleicht reicht das für den Moment. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir tun können. Ich dachte immer, Michaeliten mögen die Gemeinschaft. Ich lasse mal die kandierten Früchte auf dem Papier liegen und ziehe mich mal ein Stück zurück, um das Lager wieder herzurichten und sammle mal was von dem zerbrochenen Holz auf. Oh, ich gehe den Topf eben holen. Soll ich euch helfen? Oh. Ich helfe mit das Lager aufbauen. Da
Das kann ich. Ich stehe auf und richte mal das Lager her. Dann machen wir jetzt halt hier das Lager. Wenn die anderen anfangen, tatsächlich bleiben zu wollen und ein Lager aufschlagen, wird Daniel sich dann zum Wohle der anderen drei auch mal genauer umgucken, ob es irgendwo Gefahren gibt. Kannst nichts entdecken in der näheren Umgebung. Alle Tiere sind scheinen geflohen. Dann wird sich Daniel mal irgendwie auf einen Baum schwingen, auf einen etwas stabileren Ast und von da halt dann, während die anderen das Lager aufbauen, erstmal alles so im Blick behalten, dass nichts Unvorhergesehenes passiert. Solltest du Zitaria im Blick behalten. Ein Auge ist sowieso immer auf ihr gerade. Ich fürchte, es wird erstmal eine ganze Weile nichts passieren. Wahrscheinlich sogar mehrere Stunden nicht. Ja, Inaria versucht, wahrscheinlich irgendwann ist das Lager hergerichtet. Und Inaria wird immer mal wieder um Zitaria drumherum gehen und dann versuchen, krampfhaft irgendwelche Gespräche aufrechtzuerhalten. Morgen geht's dann los, nicht wahr? Ja. Wahrscheinlich. Das wird bestimmt gut. Zitaria hat uns ja gut vorbereitet. Ich gucke sie rüber. Oh Gott. Ja, das stimmt. Liberiel fliegt schon viel besser. Mhm. Dankeschön. Ich habe ja auch sehr tolle Lehrer und Mutmacher an meiner Seite. Die Landung war auch echt gut. Ich hatte schon viel weniger Äste vorhin in den Flügeln und viel weniger Laub im Haar. Stimmt, und während ich an dir vorbeigehe, ziehe ich noch ein Blatt raus. Huch! Ja, du kannst ja nicht alles sehen. Vor allem nicht hier. Darum haben wir ja auch 5 Augenpaare. Die sehen in alle Richtungen. Stimmt. Weil wir eine Schar sind, die gut zusammenhält. Ich bin gerade echt so ein bisschen. Oh Gott, zieh mir doch mal eine Karte. Subtilität können wir. Ja. Total. Das klingt doch gut. Das ist das 21. Arcanum, die Welt in aufrechter Bedeutung, Vitalität, Erfüllung, Belohnung, Freiheit, Ganzheit, Vollkommenheit, Ganzheitlichkeit, Vollendung, Integration, Einung, Bewusstsein, Vision, Umwelt. Integration. Ja, tatsächlich ist das gerade gar nicht so positiv. Weil Cetariel das Ganze so langsam zu viel wird. Weil sie hört halt dieses Plappern um sie herum und alle tun so, als wäre nichts geschehen und alle sind viel zu freundlich zu ihr und warum sind die überhaupt hier und warum sind sie zurückgekommen und haben die überhaupt keinen Selbsterhaltungstrieb? Und das ist hier tatsächlich gerade, ehrlich gesagt, einfach viel zu viel. Sie ist noch gar nicht in der Lage, das Ganze überhaupt irgendwie geistig zu verarbeiten. Also vor allem nicht diese Positivität. Die ist tatsächlich gerade eher schädlich, als dass sie diese Einheit, die anderen jetzt gerade versuchen, irgendwie zwanghaft zu demonstrieren, die tut ihr gerade tatsächlich eher weh, als dass sie ihr wirklich hilft. Ich
weswegen sie irgendwann tatsächlich dann aufsteht und versucht zu gehen. Zitariel, ich bin natürlich sofort, wenn du aufstehst, stehe ich sofort. Komm her, Zitariel. Willst du auch was essen? Nein. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein. Zitariel, wir sind eine Schar. Nein! Du hast uns ausgesucht. Du kannst uns jetzt nicht einfach so verlassen. Erzähl uns wenigstens, was los ist. Fordert sie mich heraus, sonst befiehlt sie euch noch, euch in Ruhe zu lassen. Dann sage ich auch nein. Aber wir sind Engel des Herrn. Wir dienen und gehorchen. Einem klaren Befehl widersetzt man sich nicht. Ich schon. Also, du kannst, du wirst mich nicht los. Außer du wirfst mich nochmal gegen einen Baum oder du erzählst mir, was los ist. Das geht dich nichts an. Es geht keinen von euch was an. Wir sind keine Schar. Was sollen wir denn? Euer Michaelit. Was sollen wir denn sonst sein? Gott, du hast dich mit uns verbunden. Du hast uns in Roma Aeterna zu dir rufen lassen. Und als wir vor dir standen, hast du dich mit uns verbunden. Das macht dich, bei Gott, das macht dich zu unserer Michaelitin. Ihr werdet einen neuen Michaeliten bekommen. Ich verstehe es nicht. Dann erklär es mir wenigstens. Das ist der Moment, wo sie halt auf dem Absatz rumwirbelt. Und ich weiß nicht genau, wie dicht du hinter ihr stehst. Aber dicht genug. Eventuell kriegst du vielleicht einen ihrer Flügel aus Versehen durchs Gesicht gewatscht, weil sie halt nicht realisiert hat, wie dicht du hinter ihr stehst. Und das ist der Moment, wo sie halt rumwirbelt und sie funkelt dich an. Und hinter ihren Augen scheint es zu brennen. Das ist normalerweise ein Blick, den man eher von einem Michaeliten erwarten würde. Es ist so ein bisschen fiebrig und sie guckt dich an und hat die Hände zu Fäusten geballt und dann fährt sie dich an. Ich hätte doch Roma Aeterna niemals verlassen dürfen! Sie hätten mich niemals losschicken dürfen! Aber irgendjemand wollte das ja. Irgendjemand hatte das Vertrauen in dich und wir haben das auch das Vertrauen in dich. Sie haben sich geirrt! Dann schubst sie dich von dir weg, allerdings ohne dir einen Schlag zu versetzen. Ja, also ich lasse mich auch schubsen. Komm dann aber wieder einen Schritt vor. Wir sind zusammen über diese Alpen gekommen. Wir stehen Daniel auch noch hier. Daniel beobachtet das von seinem Baum sehr aufmerksam, um, wenn das zu eskalieren droht, dann auch tatsächlich tendenziell eher zugunsten von Inariel einzugreifen. Und was würdest du denn machen, wenn ich das jetzt machen würde? Und ich sage, ich gehe jetzt. Würdest du mich einfach gehen lassen? Im nächsten Himmel ausliefern. Tatsächlich, ja. Erinnert euch an das, was du gesagt hast, als Liberia kurz davor stand, uns zu verlassen. Das
ist was anderes. Natürlich ist das was anderes, dann geh halt. Sie hat mir die Wahl gelassen. Sie hat gesagt, dass sie mich zum Himmel bringt und mich zurücklässt, wenn ich das wirklich will. Citariel, die Aufgabe, die dir und damit auch uns übertragen wurde, wurde dir zugetragen von einem Diener Gottes. Und er hat ihn ausgewählt, diese Aufgabe zu übertragen. Das heißt, die Aufgabe, die wir haben, ist Gottes Wille. Gott irrt nicht. Vater irrt nicht. Aber wenn du diese Schar wirklich nicht willst, dann sollte dir wenigstens das Gleiche zugestanden werden, wie du mir. Dann oder sie ist ein Ketzer, Daniel. Dann gehen wir halt zurück nach Prag und wir warten dort, bis wir einen neuen Michaeliten bekommen. Ich drehe mich um und gehe auf euch zu, weg von Citariel. Ja, müssen wir wohl. Aber Citariel, wenn du glaubst, dass Gott einen Fehler macht, und du kein Vertrauen mehr in ihn hast, dann wir sind seine Engel. Wenn du dich von ihm abwendest, ist es vielleicht nicht mehr gut für dich, hier auf der Erde zu sein. Und dann sieht, wie hat die jetzt die Augen überlaufen, die Tränen über die Wangen laufen. Sie hat die Hände zu Fäusten geballt, ganz fest, und sie zittert. Nee. Und man merkt, dass es ihr schwerfällt, das so zu sagen. Wie meinst du das denn jetzt? Citariel erwidert deinen Blick und du siehst halt, wie sich eine merkwürdige Schwere auf sie zu legen scheint. Und sie guckt dich an und sagt sehr, sehr tonlos: Ich hätte schon lange nicht mehr hier sein sollen. Wie meint ihr das denn jetzt? Ich bin kaputt. Du bist aus Lyrie, reparier sie. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sagen soll darauf aus. Ich drehe mich wieder, ich gucke zwischen Liberiel und Citariel hin und her. Drehe mich dann wieder zu Citariel. Was soll das denn jetzt heißen? Dass du uns verlassen möchtest. Wenn du denkst, dass du kein Vertrauen in uns hast, dann musst du das halt tun. Aber was soll denn heißen, du bist kaputt? Nein. Ich bin kaputt. Sie hätten mich schon lange aussortieren sollen. Niemand lässt einen Engel wie mich freiwillig noch eine Schar übernehmen. Du bist doch kein Gegenstand. Ich bin eine Michaelitin. Ich bin ein Engel Gottes. Ich bin Waffe, die die Menschheit verteidigt. Was bin ich denn sonst? Wir sind hier, um zu dienen, Inariel. Nicht um unserer eigenen Lust zu frönen, um uns Städte anzusehen oder Menschen zu beobachten. Wir sind hier, um sie zu verteidigen. Wir sind hier, um sie zu beschützen. Und ich kann das nicht. Nicht mehr. Und sie hätten mich niemals losschicken dürfen. Das sehe ich anders. Ich sehe es schlicht und ergreifend anders. Bisher hat jede deiner Taten dazu geführt, dass wir einander näher gekommen sind. Wir eine Schar geworden sind, die ihrer Aufgabe gewachsen ist und die dafür sorgen kann, dass das Werk Gottes getan wird. Was ist denn ein richtiges, ein ganzes, ein funktionierendes Werkzeug, als wenn nicht eines, das dieses schafft, dass das Werk des Vaters getan werden kann. Das ist es doch. Jede deiner Taten hat dafür gesorgt, dass Liberia besser fliegen kann, dass Inaria nicht mehr ganz so weit vom Weg abkommt, wenn er mal wieder Dinge entdecken will. Und jeder deiner Taten hat dafür gesorgt, das Gute zu tun. Was kann denn daran kaputt sein? Dann sind wir halt alle kaputt. Das ist doch das, was du sagen möchtest, oder? Nein.
Warum bist du denn so anders als wir? Als ich? Du hast eben noch gesagt, dass... Städte angucken. Ja, das möchte ich. Ich möchte was entdecken. Die Welt ist wunderbar. Wenn es bedeutet, ich soll nur ein Werkzeug sein und stumpf deine Befehle befolgen und ohne nachdenken zu können, dann bin ich wohl kaputt. Aber ich will lieber kaputt sein als das. Und ich hab dich dann lieber auch kaputt, aber an meiner Seite. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Das kann sein, ja. Aber du willst es mir auch nicht erklären. Das ist ja das, warum ich mir Sachen angucke. Ich will Ahnung davon haben, ich will es verstehen. Es nicht einfach nur hinnehmen. Ich will dich verstehen, Citariel. Du wirst mich niemals verstehen. Wie denn, wenn du dich nicht erklärst? Ich kann das nicht erklären. Dann zeig es uns. Nein! Darf ich dich dann wenigstens zurückbegleiten? Es ist besser, wenn ihr von mir weg seid. So weit weg wie möglich. Tja. Das ist seltsam. Bisher ging es mir jedes Mal besser, wenn du in der Nähe warst. Es ist schade, dass du das nicht zu sehen scheinst. Ich bin nicht gut für euch. Ich habe versucht, meine Aufgabe zu erfüllen und diese Schar zu führen, aber das Einzige, was ich geschafft habe, ist, uns fast in den Alpen umzubringen. Dafür konntest du doch überhaupt gar nichts. Es wäre meine Aufgabe gewesen, euch zu beschützen, euch dorthin durchzuführen. Naja, du hast uns doch beschützt. Ohne dich wäre Liberia abgestürzt und wir hätten sie vielleicht nie wiedergefunden. Ich habe euch nicht beschützt, ich habe einen Fehler korrigiert. Naja, aber das ist doch beschützen. Daniel, sag doch auch mal irgendwas. Du stehst da rum. Ich sage dazu nichts, weil das genau das ist, was die Michaeliten mir, bevor ich die Höhle angezündet habe, gesagt habe. Was ich gesagt habe, was sie euch sagen wird. Sie will nicht. Sie ist eine Bedrohung für diese Schar. Das nimmst du einfach so hin? Meine Aufgabe ist es, diese Schar zu beschützen und wenn die Gefahr aus der Schar selber kommt, auch davor. Ich habe keine Angst vor Citariel. Citariel tut mir nichts. Davor brauchst du uns nicht zu beschützen. Das haben wir eben gesehen. Es war ein Unfall. Recht. Ich bin eine Gefahr für jeden von euch. Ihr werdet nach Prag gehen. Ihr werdet dort warten und ihr werdet einen neuen Michaeliten zugeteilt bekommen, einen besseren. Der euch übers Meer führt und mit dem ihr eure Aufgabe erfüllen könnt. Gehst du hin?
Ich werde nach Roma Eterna zurückkehren. Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis und schaue den einzelnen Leuten aus der Schar ins Gesicht, beziehungsweise Liberiel nicht so richtig, weil sie traurig nach unten schaut. Es ist das Beste. Nein, es ist ganz sicherlich nicht, aber es ist deine Entscheidung. Doch, es ist das Beste. Für dich vielleicht. Es geht hier nicht um mich. Wie bitte? Es geht nicht um dich. Es geht um euch. Wir wollen dich. Ihr wollt euer eigenes Verderben? Wir sehen dich nicht als Verderben, sondern als Teil unserer Familie. Und dann hebt sie so den Kopf und versucht so ein ganz winzig kleines Lächeln. Aber wenn du nicht Teil der Familie sein willst, dann ist das deine Entscheidung, die du für dich triffst, nicht für uns. Liberiel, du bist doch die Vernünftige, oder? Die Intelligente. Was sagt dir deine Logik? Ich hab dir gesagt, was meine Logik mir sagt. Dass du dann nicht mehr hier auf der Erde sein darfst, das ist die Logik. Aber mein Herz sagt halt was ganz anderes. Ich hab gerade konnte ich dir anfangen, wirklich zu vertrauen. Jetzt stößt du mich weg. Uns alle. Die gesagt haben, wir wollen deine Familie sein. Du hast uns in den Alpen gefragt, ob wir bleiben wollen. Sie haben alle ja gesagt und ich habe gezögert. Und jetzt stehe ich hier und sage ja, Citharil. Ja, ich will. Ich will deine Schwester sein. Bist du in den Familien der Menschen, da teilen sie alles miteinander. Vor allem die Kinder, die haben noch keine Geheimnisse. Und schau dir unsere Körper an. Ich breite die Arme und die Flügel aus. Wir sind ja alle noch in Kinderkörpern. Mit diesen runden Gesichtern, wo zum Teil halt auch noch nicht mehr irgendwie wirklich der Kinderspeck runter ist. Und schau uns an, wir sind Kinder. Also, wir stecken in Kinderkörpern. Weil es die Dinge leicht macht. Warum machst du sie jetzt alle so schwer? Oh nein. Oh nein. Ja. Und Citharil hat angefangen, während du das gesagt hast und angefangen hast zu weinen, halt zu zittern und ihre Hände sind zu vollsten Gewalt und man sieht so, wie ihre eigenen Augen anfangen zu wässern und man sieht, wie ihre Lippen zittern und ihr ganzer Körper ist angespannt und gekrampft und dann, während du quasi dich immer weiter reinsteigst und wir sind eine Familie und Kinder und wir hören zusammen und überhaupt und kaum hast du geendet, explodiert es aus ihr quasi heraus, weil ich meine erste Chance gebracht habe! Ja, mit diesem Anschreien hat sie nicht gerechnet und vor allem mit dieser Aussage nicht und tritt tatsächlich, wie als würde sie auch richtig einen Schlag abbekommen hätte, einen körperlichen ein, zwei Schritte zurück und schaut dich ziemlich entgeistert an. Ihr wollt meine Familie sein? Ihr wollt, dass ich euch beschütze? Ihr wollt wissen, wie es in mir aussieht? Dann erfahrt es! Und in dem Moment greife ich halt brutal in ihre Köpfe rein und ihr werdet überflutet von einem Erinnerungsschwall, der relativ seicht tatsächlich beginnt. Ihr seht vier andere Engel. Stopp. Ja. Ich würde ganz gern hier 5 Minuten Pause machen und mal kurz darüber reden, was sie gleich sehen, weil ich eine gute Idee habe, glaube ich. Und okay, alles klar. Dann sehen wir uns gleich wieder nach der Pause.
und können auch gleich mal ein bisschen Tee wegbringen. Das ist gut. Ein bisschen durchschnaufen. Geändert. Layout. So. Da sind wir wieder. Aus der Pause. Ein bisschen eine Besprechung kurz gehabt. Ja, die Szene war, Zetariel mit ihrem wirren Blick streckt die Hände zu euch aus. Öffnet wieder die Seele der Schar. Und ihr, die Verbindung zueinander überschwemmt euch und die Sinneseindrücke, die Erinnerungen von Zetariel dringen in euren Geist ein. Und ja, Feda hat es am Anfang schon beschrieben, am Anfang ist es noch relativ seicht, was ihr da mitbekommt. Aber dann merkt ihr sehr schnell, dass es etwas anders ist als zuvor, denn es ist so, als würdet ihr tief in die Seele von Zetariel hineinblicken und die Verbindung scheint stärker zu sein, als sie jemals zuvor war. Zetariel hatte immer ein Stück von sich selber vor euch abgeschlossen. Und jetzt ist es so, als ob die Tore sich öffnen und ihr euer Geist, eure Vorstellungskraft vor euren Augen sich in diese Erinnerung hineinbegibt. Und dann findet ihr euch selber wieder in den Körpern anderer Engel. Ihr fliegt. Zu eurer Rechten ist das Brandland mit diesen hohen, qualmenden Ebenen, die nur tot sind und nichts anderes hinterlassen. Ihr habt das Gefühl, dass euer Körper etwas aufgezehrt ist, weil ihr eine Schlacht hinter euch habt. Eine erfolgreiche Schlacht, Stolz spürt ihr. Und dann hört ihr die Stimme Zetariels. Ihr seht vor allem Zetariel, eine andere Zetariel, als ihr sie kennt, weil sie so ein bisschen vergnügt vor euch durch die Luft, so fast in der Schlangenlinie flattert. Sie versucht zum Teil auf den Rücken zu fliegen, ist tatsächlich sehr euphorisch gerade dabei und ist euch in höchsten Tönen am Loben. Also, Tabiel, du hast unglaublich gut geschossen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dieses eine Insekt da noch erwischen könntest. Ich dachte, es wäre viel zu weit weg. Und Muriel, also wirklich, wie du heute mit Katariel zusammengearbeitet hast, das war hervorragend. Ich habe mir gar nicht so schnell merken können, was ihr mir alles so gesagt habt währenddessen. Und du hast wirklich niemanden abstürzen lassen, Muriel. Das war hervorragende Arbeit. Oh. Und Vindariel, zu dir muss ich ja sowieso sagen, du bist schließlich der Beste der Besten, nicht wahr? Es wurde ja auch Zeit. Im ersten? Es war tatsächlich ein sehr erfolgreicher Tag. Wir sollten wieder zurückkehren, oder? Definitiv. Ich könnte ein bisschen Ruhe vertragen, bevor es dann morgen wahrscheinlich direkt zum nächsten Auftrag geht. Wir werden sicherlich neue Befehle bekommen. Ich denke, unsere Patrouillenstrecke sollte dort hinter den Hügeln enden. Ich glaube, dann dahinter beginnt das Areal einer anderen Schar. Wir haben es also bald hinter uns. Ich nichts dagegen hätte, noch eins von diesen Viechern vom Himmel zu holen. Vielleicht sollten wir einfach noch mal nachschauen, ob wirklich alle hier verschwunden sind. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jeden erwischt haben, aber eine kleine Runde kann nicht schaden, nicht wahr? Ein paar Ladungen sind noch hier drin. Wenn ihr an euch selbst herunterschaut, könnt ihr... Es ist kurz irritierend, denn irgendwie ist die Seele, ist der Gedankengang und ist die Wahrnehmung von Inariel, Lyriel, Liberiel und Daniel noch vorhanden. Aber wenn ihr an euch selbst herunterschaut, euch eure Hände, eure Flügel anschaut, es sind nicht eure Flügel, es sind nicht eure Hände. Sie verschwimmen teilweise mit denen. Ihr findet euch schon selbst wieder, aber ihr seid nicht ihr selbst. Ihr seid jemand anderes. Und dieser Zetariel ist erkennbar. Der Schulterschutz ist genau der gleiche, den sie vorher auch hatte, bis auf eine Kerbe, die nicht mehr da ist. Und sie ist viel, viel fröhlicher als die Zetariel, die ihr kennt. Und dann sind da diese Gedanken von Tabriel, Muriel, Katariel und Vindariel in euren Köpfen. Ihr seid diese anderen Engel. Ihr wisst, was sie getan, was sie gefühlt und was sie gedacht haben. Ja, Zetariel führt die Schar dann in eine seichte Kurve
Und wir beginnen einen erneuten kurzen Rundflug über den Sektor, den man uns zugeteilt hat. Und Citaril ist tatsächlich gar nicht so aufmerksam. Sie vertraut da sehr auf ihren Urieliten, der das die Umgebung im Auge behält, dass er ihr halt mitteilt, wenn irgendwas Wichtiges ist. Da vorne. Citaril? Da vorne ist irgendwas. Oh, wo? Ah, es ist doch nicht, es ist nur eine Karawane. Eine Karawane? So nah am Brandland? Vermutlich eher Flüchtlinge, oder? Vermutlich, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Sie werden den Weg schon zurückfinden. Aber das Brandland ist gefährlich. Überleg mal, wie nah es ist. Sie könnten sich verirren. Menschen haben nicht eine besonders gute Orientierung. Vielleicht müssen wir ihnen helfen. Das ist schließlich unsere Aufgabe als Engel. Deswegen hat unser Vater uns doch auf die Erde geschickt. Unser Areal ist fast abgeflogen. Wir sollten danach umkehren. Nach einer kurzen Pause warten auf uns sicherlich schon die nächsten Befehle. Ich hatte da irgendwie etwas Leuten hören über die Verbindung zu den anderen. Sie sammeln sich, sie sollen sich ausruhen und danach ist ein Rapport. Ja. Also wenn wir uns an sie wenden, dann nur, um ihnen die beste Richtung zurückzuweisen in Sicherheit. Wir können es uns nicht leisten, sie zu begleiten. Nur als. Naja, mindestens ein kleines Stück. Menschen schöpfen sehr schnell Hoffnung, wenn Engel bei ihnen sind. Und überlegt mal, was sie Schlimmes durchgemacht haben müssen. Dann kannst du ihnen sicher noch ein kurzes Gebet geben. Aber der Weg für sie in Richtung Sicherheit, der schnellste zumindest, ist mir. Mein Blick wandert rüber zu Tabiel. Ist, meine ich, für die Menschen in diese Richtung, dort hinten über diese Felder hinweg. Etwas weiter nach Osten, ja. Und unsere Station ist in die, andere Richtung. Lasst sie uns doch ein bisschen führen. Der Schutz der Menschen ist eine unserer Aufgaben. Zumindest so lange, bis ich die schlimmsten Verletzungen umgeheilt habe. Und dann können wir zurückfliegen und unsere Befehle abholen. Also auf geht's, ich schaue mir das einmal an. Es geht ja nur auf unsere Pause. Vielleicht sind da ja noch mehr von diesen Viechern, die ich vom Himmel holen kann. Nicht wahr, Citariel? Ja, du musst aufpassen, Vindariel, sonst macht dir Tabiel bald deinen Rekord streitig. Ach, was. Wir sind ein tolles Team, aber mich erreicht er nicht. Ah, Tabiel, du weißt doch auch, auf Katariels Liste zählen die Großen trotzdem nur als einer. Ganz genau. Und es ist immer noch viel vorsichtiger, von weiter Entfernung sie auszuschalten, anstatt sich mitten reinzuwerfen. Ein Glück, dass du nicht mehr Narben davon getragen hast. Hey, bei mir gibt es keine Narben. Ja. Außerdem, bei mir gibt es keine Narben. Gut, dass wir Muriel haben, nicht wahr? Mhm. Tabiel, was du als Narben identifizierst, ist eigentlich nur Schmutz. Muriel müsste sich ganz dringend mal wieder waschen. Aber dafür war heute auch noch keine Zeit. Vielleicht, wenn wir zurück sind. Dann los. Und ich werde mich mal einen schnellen Flug dieser Karawane von Flüchtlingen nähern. Ja, es sind mehrere. Umgebung von oben im Auge. Es sind mehrere in Lumpen gehüllte Gestalten, die mehr nach vorne kriechen, als dass sie wirklich schnell vorankommen. Sie führen mehrere Wagen mit sich, die sie aber ohne Tiere bewegen, also selber den Wagen ziehen. Das muss unglaublich anstrengend und schwer sein. Und man hört auch das Ächzen der Räder, wenn du irgendwie näher kommst. Ich fliege einmal ziemlich dicht über ihnen hinweg, aber ich halte da jetzt nicht. Das ist sicherlich die Aufgabe von Citaril, ihnen irgendwie zu sagen, warum wir hier sind. Und fliege dann ein Stück weiter im Gedanken, sage ich zu Citaril. Ich sehe sonst niemanden, es sind nur die Menschen. Ich schaue mal ein bisschen weiter vorne. In Ordnung, wir landen währenddessen.
Dann schwenkten wir ein und würden in einem leichten Bogen tatsächlich einige Meter vor den Menschen entfernt landen. Die Lyriel in mir ist quasi noch so ein bisschen abgelenkt, weil die Flügel tatsächlich viel größer sind als ihre eigenen. Und das ist sie so gar nicht gewöhnt. Und ja, sie guckt halt so ein bisschen, was Muriel da macht. Und ja. Ja, ihr landet, der Track nähert sich euch und ja, irgendwie vor Zitariel fällt einer von den Gestalten in Lumpen gehüllt auf den Boden und ja, vor Erschöpfung und bleibt einfach da liegen. Fürchtet euch nicht, der Herr hat uns geschickt, wir sind hier, um zu helfen. Und ich höre, man hört so ein tiefes Hilfe. Ja, ich würde einfach schon mal meine Hände ausstrecken und mich quasi bereit machen, meinen Leib einzusetzen, also halt Stärke zu verleihen. Ja. Lyriel tritt vor, ist so gut 2-3 Schritte vor Zitariel und Vindariel und Katariel. Ich muss sie selber irgendwann gucken. Und kniet sich neben dieser auf den Boden gesackte Gestalt nieder und streckt ihre Hand aus, um den zu berühren und Kraft durch ihr Gottes Kraft in diese geschundene Gestalt hinüberfließen zu lassen. Und in dem Moment kommt Bewegung in den Track hinein. Die zwei Gestalten, die hinter dieser auf dem Boden sitzenden, kriechenden Gestalt waren, bekommen eine dynamische, schnelle Bewegung nach vorne, so dass, mit der ihr überhaupt nicht gerechnet hat, dass so schnell sind Menschen auf keinen Fall, gerade nicht, wenn sie aus dem Stand oder aus dem langsamen Gang nach vorne gehen. Und auch die Gestalt unter Muriel richtet sich schnell auf und lässt die Lumpen fallen. Und unter den Lumpen kommt eine insektoide, hässliche Kreatur zum Vorschein mit großem Chitinklauen. Und das Erste, was Muriel spürt, ist die erste Chitinattacke, die die Raphaelitin schwer auf der Brust trifft und nach zurückschleudert. Ja, dieses Gefühl von Schmerz, was ich auch spüre, lässt mich herumfahren, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich mache den Bogen und einen Pfeil bereit, sehe sicherlich durch Muriels Augen, was da gerade passiert. Und zurück, ihr müsst ein bisschen zurückgehen. Und ich schieße schon den ersten Pfeil in diese Menge von Flüchtlingen, offensichtlich, von Kreaturen. Ja. Die jetzt nach und nach ihre Tarnung fallen lassen. Die Wagen zerbersten quasi, brechen in zwei Teile und es starten mehrere aus diesem Wagen herauskommende große Feuerlibellen heraus, erheben sich in die Luft und die anderen Grundkreaturen sehen ein bisschen so aus wie so Gottesanbeterinnen, die auf dem Boden laufen, sich jetzt so aufrichten und mit ihren Klauen nach Zitariel und nach Vindariel schlagen. Was bei Gott? Das muss ein Hinterhalt sein. Ich würde mal diese fremdartigen schwarzen Locken aus den Augen streichen und nach Samsons Haar der Garbe tasten, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ich hier für Gegner habe und was für Schwachstellen und Fehler diese in ihrer Taktik beziehungsweise in ihrem Wesen haben, um hier als Koordinator helfen zu können. Sofort kommt diese allgemeine Situation. Es wirkt auf die anderen so ein bisschen, als würde würde der Geist so abheben, sich hoch über euch erheben, und sofort werden strategisch günstige Punkte irgendwie markiert, auf die man sich hinbewegen könnte. Hier ein guter Feuerpunkt, hier müsste der Nahkämpfer abfangen. Und dann werden so leuchten einzelne Bereiche der Kreaturen so auf. Hier eine Schwachstelle ist das Auge und so weiter. So der Ramelit in
für den Liberiel gerade den Posten eingenommen hat, weiß genau, was er da tut und gibt sofort die wichtigsten Kampf- und Situationsaufgaben wieder, bis er dann von einem merkwürdigen etwas getroffen wird, was ihn aus dieser Trance herausreißt, denn ein großer Chitinstachel steckt auf einmal in der Schulter des Rameliten und wirft ihn erstmal ein Stück zurück und reißt ihn aus der Konzentration. Sofort verstummt dieser schematische Überblick über euch. Das ist auch der Moment, wo dann tatsächlich das erste Chaos ausbricht. Weil im Moment, es gibt die Draufsicht von dem Urieliten, wo dann eine tummelnde Fläche zu erkennen ist und die Engel sind die quasi halt so ein bisschen eingekreist. Und Cetariel und versucht halt irgendwie zu Muriel durchzukommen, wird aber von links und rechts gleichzeitig bedrängt und diese Viecher schlagen halt nach Flügeln und nach Körpern und nach allem, was sie erwischen können, und man hat nur ein Schwert. Das ist ein bisschen schwierig, da alles irgendwie zu verteidigen und gleichzeitig nach vorne zu kommen. Während sie halt immer noch den Kontakt zu Muriel hält, sodass man auch von ihr die Perspektive bekommt. Dementsprechend ist das ja wie so ein 3D-Modell, was man jetzt quasi hat aus verschiedenen Blickpunkten. Man weiß genau, wer gerade wo ist. Man kriegt von allen irgendwo was mit. Die Gedanken, die Gefühle und ähnliches. Und vor allem den Lärm, der jetzt plötzlich um einen herum ist. Und einen ganz merkwürdigen Geruch, der zum einen vom Brandland kommt, der sich euch so richtig in den Kopf jetzt brennt. Und halt den Geruch dieser merkwürdigen Chitin-Kreaturen. Ja, was macht denn... Ja, Was macht denn der Vindariel, der Gabrielit, als er von einer dieser Gestalten angegriffen wird? Ja, also als Tabiel so die ersten Pfeile auch schon abgeschossen hat, wird Vindariel sein Flammenschwert sofort entfacht haben und nach vorne preschen, zweihändig geführt, wahrscheinlich das erste Traumsaat-Kreaturending noch mit der Schulter so weggerammt haben, um dann auf das nächste zweihändig mit seinem Schwert zu schlagen und da erstmal im Prinzip eine Schneise nach vorne zu schlagen, damit da irgendwas aufgebrochen wird. Ja, Daniel merkt, wie dieser zweihändig geführte Hieb mit aller Kraft gegen dieses Wesen ausgeführt wird und mit voller Wucht trifft, das Wesen in zwei Teile spaltet und es quasi in sich zusammensackt, nur um danach zu erkennen, dass das kein richtiger Körper ist, der da irgendwie zusammengesackt ist, sondern dass sich das Wesen anscheinend in mehrere kleinere Wesen aufgespalten hat und es laufen jetzt ganz viele kleine Käfer an dir hoch und beißen dem Gabrieliten in die Füße und in die auf Wadenhöhe sind sie gerade, auf Wadenhöhe in die Waden hinein. Was macht denn unsere Raphaelitin Muriel, als sie da die erste Attacke abbekommen hat? Ich bin natürlich erstmal zurückgetaumelt und wurde schon ziemlich fies erwischt und würde halt quasi mir selber die Hand auflegen, das einfach nur in der Oberfläche zusammenfügen durch die heilende Hand. Und jetzt nur eine kleine Verstehensfrage, war es quasi wirklich komplett insektoid oder war es jetzt Es war komplett insektoid, das Wesen, ja. Also jetzt richtet sich jetzt auch ganz auf, es ist quasi vorher so zusammengekauert unter so einer Decke gewesen, richtet sich jetzt auf und ist halt so eine Gottesanbeterin. Und hat ja halt einmal so einen Schlag über die Brust versetzt, das kannst du halt so einmal drüber ziehen und dich selbst wieder heilen und im nächsten Augenblick tackelt das Ding dich auch schon wieder schon wieder weg. Ja, ich versuche halt im Endeffekt dem Ding, also den Klauen möglichst auszuweichen, dem ganzen Ding werde ich nicht ausweichen können. Mich dann aber sozusagen daran festzukrallen, dem Ding durch diese Berührung halt, also quasi meinen Leib anzuwenden, dem Ding Stärke zu entziehen und gleichzeitig dann Knochenfell zu nehmen. Die heilende Hand, weil die heilende Hand kann nicht nur heilen,
sondern damit Leben kann ich quasi entziehen, auch Wunden öffnen. Genau, nee, die kann tatsächlich halt auch Wunden öffnen. Ja. Und dementsprechend würde ich halt versuchen, quasi das so zumindest unter einer Klaue zu packen und da eine Wunde zu öffnen, dass die locker sitzt. Genau, und das ist gerade diese Situation, wo hier Katariel gerade noch dieses Schema geöffnet hatte. Auch da in dem Schema taucht jetzt für den Urieliten Tabiel auch auf, diese aufgerissene Wunde, die du gerade gemacht hast. Und einer der ersten Pfeile, die Tabiel abschießt, sind tatsächlich, um seine Raphaelitin zu retten, die genau in diese Wunde reinschießen. Und das Ding bäumt sich auf und gibt einen widerlichen Schrei von sich. Und Zitariel ist etwas überfordert, glaube ich. Definitiv. Ihr Schal ist schon verletzt worden, allerdings nicht so schwer, nicht gleichzeitig. Naja, alle sind irgendwie außer deinem Urieliten und dir sind alle schon verletzt, ja. Genau, und hier ist halt wenig Ordnung drin. Normalerweise hat sie die älteren Michaeliten, die ihr helfen können in der Schlacht, auf die sie zur Not zurückgreifen kann, die ihr kleine Befehle geben, wo sie halt mit ihrer Schar hin soll, was sie tun soll. Und jetzt muss sie halt die Entscheidung treffen, bleibt sie, um diese widerlichen Kreaturen auszulöschen, so wie es eigentlich die Aufgabe wäre, oder versucht sie Rückzug, zu fliehen. Ja. Und man merkt, sie braucht zu lange dafür. Sie ist nicht geübt genug da drin, jetzt aus dem Stegreif diese Situation richtig einzuschätzen, weil gerade ist ihre Verbindung zu ihrem Rameliten abgebrochen, der ihr normalerweise geholfen hätte, diese Situation richtig einzuschätzen, aber die gibt es gerade nicht mehr. Ja. Ja, hoch oben über der Schar ist der bogenschießende Tabiel, der ja gerade noch, das ist diese Gottesanbeterin, mit den Pfeilen gespickt hat, um die Raphaelitin zu retten. Und ja, sieht sich jetzt halt diesen Fluglibellen ausgeliefert, die anfangen auch ihre lavaartigen Feuerstöße in deine Richtung abzugeben. Ja, dann gilt es ein bisschen höher und weg zu fliegen. Und eigentlich war das ganz gut von Katariel, was er da vorhin einen Überblick gemacht hat, weil er hat auch einen möglichen Rückzugsort, Rückzugspunkt gezeigt, wo ich die eigentlich, deswegen versuche ich, diese Libellen wegzulocken vom Hauptkampfgeschehen und schieße darauf Pfeile und hoffe, dass Vindariel, der ja vorhin gezählt hat, dann soll er ruhig mit den Punkten nach oben gehen, Hauptsache wir kommen hier raus, das kriegt Vindariel schon hin. Ja, der Gabrielit hat eine ganz andere Problematik, denn an ihm krabbeln diese kleinen Käfer hoch und er kriegt sie nicht weg. Sie verbeißen sich in ihm und du hörst das erste Mal Zitariel, also du hast schon ein paar Engel-Schmerzenslaute gehört, aber das erste Mal richtig von deinem Gabrieliten. Willst du ihn retten? Oder zur Hilfe eilen. Ja. Was kein gewohnter Ausruf aus dem Mund eines Gabrieliten ist. Das schüttert auch so ein bisschen durch die gesamte Schar. Also jeder ist davon überrascht. Das ist halt der Moment, wo Zitariel dann der Flight-Modus gewinnt und sie halt Rückzug! Ne? Und versucht halt, sich ein bisschen vom Boden abzustoßen und Höhe zu gewinnen, um halt vom Boden wegzukommen. Was Zitariel jetzt sieht, wo sie Richtung ihres Gabrieliten unterwegs ist, um ihm zu helfen, ist, dass dieses nicht nur alles Traumsaatkreaturen sind, die hier sind, sondern in dem Moment, als du die Nachricht von Tabiel, dem Urieliten, empfängst, dass er den Rückzugspunkt irgendwie ausgemacht hat und dass ihr euch dahin zurückziehen könntet. In dem Moment siehst du zwischen den einzelnen lumpigen Gestalten auch noch mit so
Klammern, chitinartigen Klammern festgemachte menschliche Körper, die an den Resten von den Wagen hängen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zurückzieht, dann werden die in den Händen der Traumsaat bleiben. Ja, was wiederum Muriel mitbekommt. Richtig. Dementsprechend wird sie da halt jetzt sich versuchen, durch diesen Schwung, den sie von dem Angriff von dem Monster quasi mitnehmen kann, halt in die Richtung zu streben, möglichst alles zur Seite zu schubsen, was ihr im Weg steht, weil Menschen helfen ist so. Was macht denn, nachdem er verletzt wurde, Katariel? Ja, Katariel zieht ein kleines Handschild und ein kurzes Schwert von seinen Seiten, versucht auch an Höhe zu gewinnen und sich einen Überblick zu verschaffen, wo er suchen kann, und würde dann versuchen, Tabiel zu erreichen, um ihm den Rücken frei zu halten, dass er die Schneise, eine Rückzugsschneise schießen kann, damit die anderen entkommen können. Stößt sich also kraftvoll vom Boden ab, wobei dieser Sporn, der ihm ja in der Schulter steckt, rausgerissen wird. Den Schmerz unterdrückt er und steigt mit harten Flügelschlägen auf, hoch zu Tabiel und das Schild vorne und das Schwert in der anderen Hand. Merkst du so ein komisches Brennen an der Wunde, und als der Sporn herausgezogen ist und nach unten fällt, siehst du auch so eine grünliche Flüssigkeit, die den Sporn umschließt. Vielleicht war das sogar vergiftet. Ja, dann kommt dieser Gedanke durch diesen Verbindungskanal, geht auch rein in die gesamte Schar. Das erreicht dann damit natürlich auch Muriel mit dieser Information. Gift, lasst euch nicht treffen. Lasst euch von dem Blut nicht erwischen. Dieser schnelle Gedanke. Und schon nach diesem Gedanken musst du dein Schild das erste Mal nach oben reißen, um dich selbst zu schützen, denn ein Libellenfeuerstoß geht in deine Richtung und du kannst dieses lavaartige Ding gerade so mit deinem Schild abwehren. Und du merkst das Kokelnde und das Brennen an deinem Schild. Das Schild geht in Flammen auf. Und es gehen sofort wieder aus, weil du es halt in der Luft halten bewegen kannst. Aber sie ist kohlrabenschwarz auf der anderen Seite. Heiß. Genau, es wird heiß. Verdammt nochmal, die kriegen wir ja wohl alle tot. Das sind zu viele, wir müssen hier weg. Dallan, dort die Schneise. Ich projiziere dieses Bild, das ich gesehen habe, Richtung dieser Hügel. Und halt auch mit dem Bild, dass wir dorthin müssen. Cetariel, die kriegen wir, das sind zu wenige. Das kriegen wir schon hin. Wir ziehen uns zurück. Muriel, komm zurück. Da sind Menschen. Genau. Wir helfen ihnen, kein Problem. Vindariel kriegt auch noch ein paar Platz. Das kriegen wir schon hin, Cetariel, kein Problem. Cetariel, greift durch. Cetariel, wir brauchen einen Befehl. Der tatsächlich im ersten Moment nicht kommt, weil sie ist vollkommen überfordert. Währenddessen merkt er halt immer wieder irgendwelche Stiche oder halt immer mal wieder, weil Muriel sich halt einfach immer noch durch die Traumsaat einfach in Richtung der Menschen kämpft, komme was da wolle, wenn sie quasi irgendwas wegdrückt, wendet sie halt immer ganz, ganz kurzzeitig meinen Leib an. Von mehreren Traumseitkreaturen getroffen, auf ihrem Weg zu den Menschen. Und Vindariel schafft es jetzt, wie diese Käfer abzuschütteln? Vindariel wird, als er diese Feuerlibelle, die auf Katariel diesen Lavastrahl losgelassen hat, mit Davids Flinkheit nach oben schnellen, im Flug Daniels Geschenk aktivieren und einmal in diesen Lavastrom eintauchen, dabei hoffen, dass diese Traumsaatkäfer da drin verbrennen. Gut, und super. Versuchen, durch diesen Lavastrom der anderen Libelle entgegenzustehen,
fliegen quasi, um ihr nochmal einen Hieb mitzugeben. Ja, womit wir auch geklärt hätten, warum der Lavastrom auf einmal abgebrochen ist bei Katariel. Und ja, die Käfer verbrennen natürlich in diesem unnatürlichen Feuer. Und in der Tat schafft es der Gabrielit, eine der Feuerlibellen so zu verletzen, dass sie ein bisschen ins Trudeln kommt und nach unten zieht. Und ja, Citariel wird auch angegriffen. Die ersten großen Kreaturen laufen in deine Richtung und du wolltest ja gerade deinem Gabrieliten eigentlich zur Hilfe eilen und siehst dich jetzt umzingelt von drei Kreaturen. Jetzt hast du sogar drei Möglichkeiten, was passiert. Die Menschen helfen, sich zurückziehen oder den anderen befehlen, dich zu retten. Es wird immer mehr. Citariel wird kämpfen wie ein Wilder. Man merkt tatsächlich, dass sie sehr geübt ist im Schwertkampf. Und Vendariel wird feststellen, dass sie sich den ein oder anderen Kniff von ihm abgeschaut hat, über die Zeit hinweg. Einfach von den Bewegungen her. Und sie versucht tatsächlich, sich halt irgendwie frei zu kämpfen, um durchzustarten, um halt abzuheben. Und währenddessen kriegt sie ja doch wieder den klaren Kopf und hat dann quasi vor allem so die anderen außer Muriel auf dem Schirm, weil Muriel halt gerade in die falsche Richtung für ihren Plan läuft. Und die anderen und alle kriegen halt diesen: Nein, wir ziehen uns zurück, das ist zu groß für uns. Und sie schafft es dann halt, eine Gottesanbeterin zu enthaupten und stößt sich ab über den Boden und gewinnt an Höhe und fliegt halt auf den Darie zu, um ihn halt jetzt endgültig von den Viechern zu befreien. Ja, Muriel, der Befehl ist zurückziehen. Ich bin fast da, ich komme gleich. Und schlag mich halt weiter durch, weil... Ah, Befehle... In dem Moment geht dir die erste Chitinklaue komplett durch deine Schulter durch und reißt dich irgendwie auch aus dem Weg, irgendwie mit einer unmenschlichen Stärke zur Seite. Und die Klaue bleibt halt in dir drin stecken und du wirst halt an der... das Vieh hebt dich quasi hoch. Und du siehst dann diese zweite Klaue, wie sie gerade irgendwie auf deinen Kopf zurast von der anderen Seite. Das sieht Citariel natürlich auch. Ja, sie fährt herum in der Luft und dann ist das so ein Muriel! Aber sie kommt halt nicht mehr rechtzeitig hin. Ja, ich versuche gerade noch das Kurzschwert hochzureißen, aber es ist zwei Pfeile von Tabiel schlagen noch in die Kreatur ein, aber das Letzte, was diese Kreatur tut, ist die Raphaelitin zu köpfen. Mit ihren Chitinklauen. Und ja, in eurer Verbindung erlischt ein Engelslicht. Und das halt nichts. Das hinterlässt ein großes, schwarzes Nichts. Da, wo sie geblieben ist. Eine fassbare Leere quasi. Nach dem letzten Gedanken, dem kurzen Aufflammen von Schmerzen und das letzte Bild, was halt einfach abrupt abbricht und dann ist da nichts mehr. Was das andere Geschehen allerdings nicht stoppen lässt, weil es geht direkt weiter. Also das ist immer noch Kampfchaos drumherum, während halt alle irgendwie versuchen gerade zu verarbeiten, was passiert ist. Und Citariel ist halt wirklich nochmal Rückzug! Und würde jetzt versuchen, die anderen einzusammeln. Ja, das ist... Entschuldigung. Ja. Das Zögern von dieses durch den Tod zögert Tabiel und schafft es nicht, Katariel einen von diesen Libellen vom Leib zu halten. Und erst als diese Libelle viel zu dicht an Katariel reinkommt, kann er wieder reagieren. Ja, Katariel spürt, wie ein Chitinmaul, was mit Lava gespickt ist, sich in den Rücken einbeißt, weil es von hinten angeflogen kam. Du hast gedacht, irgendwie dein Urielit denkt dir den Rücken, aber das war wohl jetzt in diesem Augenblick nicht der Fall. Ich hab's selbst auch nicht kommen sehen. Ich bin auf diesen Tod, auf diese Leere völlig erstarrt und aus meiner Kehle kommt nur ein lautes Nein! Und dann den Schmerz im Rücken, der diesen Nein-Schrei unterbricht und wahrscheinlich erwischen diese Zähne
auch ein Teil des Flügels, sodass ich nur noch mit einem schlage und versuche dann nach unten zu treten und zu stechen, um dieses Ding loszuwerden. Und ich rufe dann nur Namen. Tabiel, mach ihn den Weg frei! Und stürze mich dann drehend, wobei dieser Flügel rausgerissen wird, auf diese Traumsaat-Kreatur mit dem Kurzschwert voran, ramme ihm dieses Ding ins Maul, verschwinde selbst zur Hälfte drin und stürze mit der Kreatur Richtung Boden hinab. Der Aufschlag ist gewaltig und heftig und bricht dem Engel auch das Rückgrat. Und unten kommen diese kleinen Käfer angekrabbelt und überziehen sowohl die Traumsaat-Kreatur als auch Katariel mit einem giftigen und um sich beißenden Schirm. Und erst merkt man nur ganz viele, also erst den Schmerz des Aufpralls und dann geht auch hier das Licht aus, als die Käfer sich total in dem Ramieliten verbeißen und ihn auseinanderzerren und aufeinander auffressen. Das zweite Licht erlöscht. Der letzte Gedanke ist sehr ironisch. Das wird jetzt eine lange Pause. Was tatsächlich gar nicht so positiv aufgenommen wird von Cetariel. Jetzt versucht tatsächlich irgendwie sich selbst zu beruhigen und versucht sich von dem zu schützen, was auf sie eindrischt. Aber es gelingt ihr nicht wirklich, diese Engelskraft zu aktivieren, mit der sie sich halt von ihren Emotionen losmachen kann, weil ihr Blick hängt immer noch auf dem Fleck, wo gerade zwei ihrer Engel, ihrer Geschwister, ihrer Familie verschwunden sind, unter diesen wimmelnden Traumsaat-Kreaturen. Aber da kriegt sie auch schon über die Gedankenverbindung die nächsten Schreie mit und dass der Kampf halt weitergeht. Und sie versucht halt irgendwie Vindaril einzusammeln und ruft Tabir noch zu. Beeil dich, schließ zu uns auf! Wir müssen hier weg! Ja, du siehst einen Pfeil, der in einer Kreatur, die euch im Weg war, einschlägt. Und das wird dann wahrscheinlich auch der Moment sein, wo ihr hört, nicht da lang, das ist ein Hinterhalt, da kommen noch mehr, nach links. Und dann werden sich über den Hügel weitere von diesen Kreaturen ergießen. Genau, und leider steht im Weg der Vindaril, euer Gabrielit, der sich mit seinem steinernen Leib so vor diese anstürmenden mehreren Feuerlibellen stellt und die ihn quasi voll in Flammen einhüllen, aber das tut ihm einfach nichts, weil er als Gabrielit da dran gewöhnt ist. Wie kämpft jetzt Vindaril weiter gegen diese Übermacht, die ihn jetzt gerade im Hinterhalt überrascht hat? Dariel wird quasi in dieser Mauer aus Lava oder Feuer oder alles zusammen stehen und mit weit ausholenden Hieben tatsächlich mit seinem Flammenschwert versuchen, eine nach der anderen Kreaturen einen Flügel abzuschlagen, der nächsten einen Kopf, also einfach nur mit wilden Verteidigungshieben versuchen zu dezimieren, was da gerade kommt. Ja, und du hörst in deinem Kopf immer noch den Urieliten mit Rückzug, Hinterhalt und Cetariel muss Befehle geben und wieder kommt dieses, was soll ich tun, helfen oder rückziehen? Diese Überforderung kommt wieder durch. Cetariel, das werden langsam viele. Ja, ich halte euch den Rücken frei. Nach rechts ausbrechen! Wir müssen versuchen, sie zu umfliegen. Ja, nach rechts ausbrechen ist jetzt für Vindaril jetzt irgendwie, der ist umzingelt von diesen Kreaturen. Ja. Sie wird tatsächlich in einem Sturzflug quasi an ihm vorbeiziehen und versuchen, so eine Schneise da reinzuhauen, durch die er irgendwie versuchen kann zu entkommen. Ja.
weil sie halt immer noch versucht, irgendwie alle um sich herum zu sammeln, die noch übrig sind. Ja. In so einem panischen Versuch irgendwie, wenn wir zusammen sind, sind wir stärker. Du fällst auch zwei von diesen Kreaturen, die sich irgendwie an Daniel von hinten, nicht an Daniel, an Vindariel von hinten anschleichen wollten. Ziehst dein Schwert tief durch das insektoide Fleisch. Und Vindariel in seiner Übersicht merkt jetzt, dass seine Michaelitin an ihn, an seiner Seite ist. Und ich weiß gar nicht, ob ihm das jetzt sonderlich gut stimmt, denn diese Libellen laden gerade ihre Lavaschuss wieder auf. Und wenn Cetharil jetzt hier bleibt, dann wird sie in dem Feuer untergehen. Dir wird es nichts tun, aber ihr. Ja, Vindariel das realisiert, er hat da ja auch durch seine lange Ausbildung auch ein Gespür für, wird er halt auch einfach nur Cetharil erstmal mit vollem Körpereinsatz in diese Bresche folgen und dann einfach mal auch auf dem Gedankenkanal quasi schreien, dass sie möglichst Land gewinnen soll, weil sie im Gegensatz zu ihm das nicht überstehen wird. Ja, du hättest jetzt die Möglichkeit, sie wegzutackeln und quasi irgendwie aus ihrem eigenen Flugbahn herauszureißen, weil da, wo sie jetzt gerade lang fliegt, da werden die gleich hinschießen. Ja, dann wird Vindariel auf jeden Fall, er ist ja immer noch unglaublich schnell, zu ihr aufschließen und ihr dann einmal so einen richtigen Bodycheck quasi geben, dass sie aus der ihrer Flugbahn trudelt und dafür dann halt nicht da von den Flammen getroffen wird. Genau, dafür wirst du von den Flammen getroffen und du merkst, wie diese Flammen an deinen Engelskräften zehren, du merkst langsam die Erschöpfung, die über dich hineinbricht. Du widerstehst dem, schaust noch Cetharil hinterher, wie sie ein bisschen nach unten trudelt, sich fängt, wieder zu dir nach oben blickt und Cetharil sieht dann, wie von zwei Seiten zwei Libellen anfliegen und sich in Vindariel verbeißen. Und ihm quasi so die Flügel festhalten, sodass er selber nicht mehr in der Lage ist, richtig zu fliegen. Und er schlingt halt bei seinem Feuerschwert immer nach vorne, aber die hängen halt hinter ihm, da kommt er nicht richtig dran. Ja, Tabiel versucht da zu helfen, aber im Gegensatz zu Cetharil, die auch Tabiel gerne bei sich hätte, versucht er sich einen höheren Überblick zu schaffen und schießt Pfeil um Pfeil um Pfeil. Aber es kommen einfach zu viele von diesen fliegenden Kreaturen. Ach, und dann spürt Cetharil einen Ruck in der Seite, der von Tabiel kommt und eine dieser Kreaturen, die ihn einfach rumreißt. Und dann spürt man durch den Gedankenkanal auch einen Schmerz am Hals und Tabiel wird von einem dieser Insekten ja tief in den Hals-Schulterbereich gebissen und dann geht auch dieses Licht aus und er fällt zu Boden. Nur noch Vindariel ist über, kann nicht mehr richtig kämpfen. Das dritte Licht ist erloschen und Cetharil blickt um sich und die einzige Möglichkeit ist es, jetzt auf diesen Safe-Punkt zu fliegen, den Tabiel gerade freigeschossen hat mit seinen letzten Pfeilen. Dafür müsstest du aber dann Vindariel alleine lassen. Ja, sie unternimmt tatsächlich einen letzten verzweifelten Versuch, Vindariel zu befreien. Fliegt in einer scharfen Kurve auf die Viecher zu, die seine Flügel geplackt haben und versucht, ihnen die Flügel durchzutrennen, damit sie halt ihn loslassen. Damit sie halt zusammen dahin durchfliegen können, weil sie sind stark und schnell und vielleicht können sie ihn zumindest davonfliegen. Auch wenn sie halt im Hintergrund diese riesige dunkle Wolke sieht, die sich halt rasend schnell auf sie zubewegt. Und man merkt halt richtig ihre Verzweiflung und die Verwirrtheit, die in Cetharil droht überzukochen, weil halt diese Lichter ausgegangen sind. Und man merkt halt auch immer wieder, wie sich so andere Erinnerungsfetzen drohen, dazwischen zu drängen. Sie ist nicht ganz bei der Sache, sondern es ist halt dieses, das darf nicht sein. So, man kriegt immer wieder so Flashbacks zu ihren ersten Tagen als Engel, diese enge Verbundenheit, die sie fast wieder erreicht hatte, die jetzt halt weg ist, gewaltsam zerrissen.
die Einsamkeit, die jetzt sogar noch viel schlimmer ist, weil es eine endgültige Einsamkeit ist. Sie weiß, dass sie nie wieder auf ihrer Zeit hier auf Erden ihre Geschwister spüren wird. Immer wieder es ist nur ein kleiner Umweg. Es ist nur ein kleiner Umweg. Wir helfen den Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Während sie halt irgendwie verzweifelt auf diese Libellenviecher einhackt, bis sie Vendariel dann tatsächlich loslassen. Und ja, du schaffst es tatsächlich, die Libellen von ihm runterzuhacken. Die Flügel von Vendariel sind allerdings so angegriffen, dass er anfängt, nach unten zu trudeln. Du fängst ihn auf, hast ihn umklammert und du hältst euch quasi alleine am Fliegen. Und du merkst auch, dieses steinerne Körper wird langsam wieder zu einem normalen Körper, weil dein Gabrielit unter dir langsam schwächer wird und weil die Gotteskraft nicht mehr aufrechterhalten kann. Und dann versuchst du in die Schneise zurückzufliegen, die in den Fluchtweg hineinzufliegen, den Tabiel euch gewiesen hat. Und in dem Moment passiert etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, denn was passiert, Vendariel, als du so in den Armen von Citariel hängst und über die Schulter siehst, wie gerade ein Feuerschwall auf euch zufliegt? Das ist der Moment, wo Vendariel auch tatsächlich merkt, dass seine Kräfte mittlerweile auch so weit reduziert sind, dass er weiß, dass keiner von uns beiden diesen Feuerschwall mehr überstehen würde. Und er wackelt sich irgendwie los, gibt Citariel noch einen letzten Schubser mit den Worten hau ab, also so aus dem Feuerstrahl hinaus, und dann wird dann auch Vendariel in dem Lavastrahl vergehen. Und das letzte Licht erlöscht und Citariel sinkt in ihrem Flug gen Boden und durch den Schubser von Vendariel schlägt sie irgendwo, weil sie unkontrolliert ihre Flugbewegung nicht mehr ganz auslösen kann, irgendwo gegen einen Felsen, und ab da geht das Licht aus. Also ihre Erinnerungen aus. Und das nächste, was die Schar mitbekommt, ist ein Atemzug. Ich lebe noch. Und der Blick in einen sternklaren Himmel. Aber Leere um Citariel herum. Und damit endet die Version. Inariel ist einfach sprachlos. Tränen in den Augen. Und schaut Citariel an. Kriegt aber kein Wort raus. Ist der Gedankenkanal wieder komplett zu? Citariel ist während dieser ganzen Erinnerung in die Knie gesunken und sie hat das Gesicht in den Händen und weint unkontrollierbar. Man sieht halt in ihrer ganzen Haltung, die ist vollkommen auf Abwehr getrimmt, aber sie ist halt gerade einfach nur, man hat so ein bisschen das Gefühl, sie musste euch so ein bisschen aus diesen Erinnerungen nachher rausreißen, damit sie nicht direkt wieder in ihnen landet. Weil die haben so einen Sog entwickelt, das habt ihr quasi gespürt. So dieses, das wird dunkel und so, als würden sie kurz davor wieder neu anzufangen. Und Lyriel ist tatsächlich auch stumm und erstarrt. Und ich meine, sie hat ja auch schon mitbekommen, wie ein Engel die Welt verlassen hat. Oder mehrere eigentlich. Pandariel zählt ja jetzt auch dazu. Und sie ist komplett Tränen überströmt, bringt aber keinen Laut raus, und sie geht einfach nur zu Citariel hin, und sie weiß ja noch aus ihrer Ausbildung, wie gut es getan hat, als Pediel sie in die Arme geschlossen hat, und wird Citariel einfach nur umarmen. Und auch wenn sie da so zusammengekauert liegt, einfach irgendwie die Arme um sie schließen und die Flügel und nichts dazu sagen. Ja, wenn sich einer der anderen Engel umsehen sollte, ist das dann auch wahrscheinlich das allererste Mal, dass einer von den
Engeln bei Daniel sowas wie Tränen sieht. Das waren für Daniel auf vielfacher Ebene auch Erinnerungen, die genauso gut hätten von ihm sein können. Der Raphaelit, der in seinem Idealismus Menschen helfen zu wollen, von einer Traumsaat zerfetzt wird. Generell so dieses Szenario an einer Freund, das hat er alles schon erlebt. Und nicht zuletzt auch jetzt der eigene Tod in Flammen, was für Daniel bis vor kurzem ja noch komplett unvorstellbar gewesen ist. Der ist da gerade sehr, sehr mit sich selber beschäftigt. Man merkt das erste Mal so eine, hey, da sind Gefühle in Daniel, Regung, die herüber schwappen. Bis jetzt war ja immer der Stoische und jetzt merkt man irgendwie, da ist was. Ja, in der Haltung verharrt ihr eine ganze Zeit lang. Lasst Zitariel ausweinen, sich ausweinen. Hört das irgendwann wieder auf oder bist du vor Erschöpfung nicht mehr kannst wahrscheinlich? Also sie ist sowieso sehr am Ende. Sie hat nicht mehr die Kraft, lange zu weinen. Dementsprechend wird es kurz, aber heftig. Aber irgendwann werden die Tränen versiegen, vor allem, weil sie auch keine wirklichen Tränen mehr hat. Sie war ja eine lange Zeit nicht in Roma Aeterna, weil sie halt sich nicht getraut hat, zurückzukehren aufgrund dieser Ereignisse und anderen Dingen, wo sie halt viel Zeit in Isolation verbracht hat, alleine abgeschottet von allen. Und wo sie sehr viel auch schon geweint hat und gefragt hat und gebetet und gebettelt und überhaupt. Und eigentlich ist es auch nicht üblich, Engel wie Zitariel wieder zurück in den Dienst zu schieben. Es ist Zitariel durchaus bewusst. Und den anderen jetzt, wo sie drüber nachdenken und wissen, was mit ihr passiert ist, auch. Normalerweise erhalten solche Engel den höchsten Weihegrad und kehren zurück zum Herrn. Zitariel geht da nach einer ganzen Zeit langsam auf diese beiden Engel, die sich gerade im Arm haben, dazu. Kniet sich auch daneben. Sagt nur danke. Wofür? Dass du es erklärt hast. Ich hätte es lieber nicht getan. Doch. Das ist nichts, was ihr tragen solltet. Ja, dann, ich weiß nicht, ob du Inariels Gesicht siehst, aber dann kommt so ein schiefes Lächeln. Dafür sind wir doch da. Das ist nicht deine Schuld. Sie fängt wieder an zu weinen. Also, auch wenn sie dachte, sie kann nicht mehr, es geht von vorne los quasi. Also, ja, und dann. Nur drückt noch mal ein bisschen fester. Ja, dann merkst du auch, dass noch jemand. Dann werdet ihr beide gedrückt von Inariel. Sind es schon drei, die ihr knuddeln? Wir kriegen den großen Federhaufen noch hin. Ich wollte gerade sagen, gleich haben wir die Teletubbies zusammen. Ja, was mit Daniel und Liberie? Liberie muss ganz außen mit ihrem Flügeln. Ja. Du zuerst, Daniel? Ja, eventuell kennt man das von solchen Klötzen in Filmen, die haben dann mal so ganz kurz ihren emotionalen Moment und fangen sich dann relativ
schnell auch wieder oder sie tun so, als wäre nie etwas gewesen. Daniel ist da nicht so gut drin. Aber er geht dann auch mal auf dieses Federknäuel zu. Er ringt so ein bisschen mit Worten und man merkt auch, dass da diese Gefühle in ihm immer noch ein bisschen hochkochen und er absolut verwirrt ist und eigentlich gar nicht weiß, was gerade los ist. Und würde dann sagen, wir sind eine Schar. Du bist unsere Michaelitin. Meine Aufgabe ist, diese Schar zu beschützen und das wird kein zweites Mal passieren und würde dann auch die anderen in den Arm nehmen. Vier Engel knuddeln schon! Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ja, wenn jetzt kommt, wenn ihr tatsächlich rüber guckt, ob Liberiel auch dazu kommt und sich mit auf diesen Haufen wirft, auf diesen Federhaufen. Liberiel ist in die Knie gebrochen, dort die Flügel hängen, liegen zum Teil auf dem Boden. Man sieht, dass das Gesicht rot verweint ist und auch tränenüberströmt ist. Aber irgendwann muss ihr das zu viel gewesen sein. Ihr Gesicht ist jetzt blank. Sie hat die Gefühle ausgemacht. Hast du die Luke wieder geöffnet? Ja. Zu viele Emotionen. Kann's verstehen. Scheint Liberiel nicht gut zu vertragen, warum auch immer. Und ja, sie guckt sich das an. Man sollte eigentlich erwarten, dass sie halt, dass da Gefühle sind und sie schaut sich das nur an und steht dann auch auf und tritt darauf zu. Schaut auf diesen Federhaufen runter. Du hast bewiesen, dass du stark bist und darum hast du diese Aufgabe bekommen. Darum wurdest du ausgewählt für diese Mission. Du hast damals bewiesen, dass du stark bist und viel aushältst und Entscheidungen dann auch versuchst durchzusetzen. Und dass du deine Schar beschützt um jeden Preis. Auch wenn es damals zu viele waren. Jetzt bist du weiser. Gott hat dir neue Kräfte gegeben. Und die Möglichkeit, aus den Ereignissen zu lernen. Deine Stärke zu nutzen, um jetzt andere Menschen, die noch nicht unter der Kontrolle des Herrn der Fliegen stehen und von der Traumsaat verseucht sind, zurück ins Licht zu führen. Nutz die Stärke. Dann strecke ich so ein bisschen die Hand aus und lege sie auf Daniels Schulter. Das ist gerade alles, was so an. Ja, dann spürst du eine Hand, die dich greift und die Narie zieht dich dazu. Ich lande ziemlich ungeschickt auf diesem Federknäuel. Was ein schönes Schlussbild für heute ergibt. Und eins ja, noch? Ja, eins noch, ja. Was dazu führt, dass mit diesem Knäuel halt die gefühlvolle Liberiel wieder rauskommt und man hört von ihr ein "Ich hab euch lieb." Oh. Viel besser könnte ich nicht schließen. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für das mächtige Drama heute. Aber da ja, kann man ja mal durch. Oder? Haben wir ja jetzt geschafft. Tetariel gestärkt. Hoffentlich. Mal gucken. Ja. Das
Jetzt hat Liberia ihr Trauma schon bewältigt, halbwegs. Zetaril ihr Trauma halbwegs. Sie hat es zumindest mal ausgepackt. Wir schauen mal. Für heute ist unsere Session vorbei. Wenn alles klappt, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und schauen, wie es weitergeht und ob ihr dann endlich auf den Folgentitel trefft, der ereignislose, schnelle Flug über die See. Genau. Weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen. Und ich fand es eine sehr, sehr, sehr krasse Folge mal wieder. Ich glaube, wir haben kaum eine bis jetzt, die nicht so ein Potenzial hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles mitmacht. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr dabei wart, auch an den Schmetterting Verlag oder die Schmetterthings nochmal. Danke fürs Raiden und fürs Hosten und danke fürs Zugucken. Wenn ihr mehr wollt von Rollenspielen, dann schaut doch mal auf dem Nerdpool vorbei. Über der Yamera ist die ganze Zeit die Adresse eingeblendet und da gibt es viele, viele tolle Streams zu sehen, unter anderem auch von den Schmetterthings zum Beispiel. Oder von Katze und Wolf. Irgendwann gibt es bei euch das nächste Mal zu sehen. Uns gibt es das nächste Mal am Donnerstag zu sehen. Genau nächsten Donnerstag. Genau in einer Woche also. Und da haben wir uns gedacht, wir nehmen die Feder mal wieder mit. Feder kriegt Flügel oder so. Andere Flügel. Nicht so schön strahlend weiß. Sondern ledrig und tiefschwarz. Wir spielen Arcane Codex und wir spielen eine komplette Echsenmenschengruppe und es geht gerade. Es wird das Finale und es wird ein episches Finale. Oh ja. Ich habe was von Drachen gehört. Mhm. Aber pst. Das kann er wissen. Schauen wir mal. Ich werde diese Runde nachzusehen. Sie ist mal etwas komplett anderes. Loki's Vibe. Ja. Wann gibt's das nächste Mal was mit Loki's Vibe? Und wo? Jurex soll mich korrigieren, aber ich glaube, das nächste Mal ist fest geplant erstmal Engel. Ah, okay. Ja. Hier! Sehr schön. Genau. Aber sonst kann man Loki's Vibe auch auf dem Kanal von Kagrim bewundern als Katze, genau. Denn der Kagrim spielt eine schwarze Katze-Kampagne mit Loki's Vibe und D-Rex zum Beispiel. Aber die scheint jetzt noch ein bisschen auf sich zu warten für die nächste Folge. Ja. D-Rex, bist du früher irgendwo anders noch zu sehen? Ja, tatsächlich geht es bei mir morgen auch ein bisschen exisch weiter. Da wird auf dem Kanal vom Kakko Mutant Year Zero Gen Lab Alpha gespielt. Und ich freue mich dort, meinen exischen Seher ins Feld führen zu dürfen. Sehr spannend. Sehr gut. Ja. Und last but not least, Feder. Wann gibt es das nächste Mal was mit Feder? Ich darf Mittwoch wahrscheinlich noch mal Leute flambieren. Hoffe ich zumindest so ein bisschen. Und zwar, wenn es bei Pölle mit der G7 weitergeht. Und die heißt so schön die Befragung. Ja, ne? Da ist so ein Typ, den kann ich nicht leiden. Schauen wir mal, was passiert. Ach ja, und ich muss aber nicht meine, der Pölle. Die Pölle können wir schon noch leiden. Der Pölle ist super. Es geht um NPCs. Ja, genau. Wenn ihr nicht genau wisst, von welchen Kanälen wir hier überall reden, schaut doch mal auf dem Nerdpol vorbei. Moment, ich kann euch auch. Hier, da ist seine. Na, will es jetzt nicht? Es will irgendwie nicht. Ja, schaut auf dem Nerdpool vorbei, dann könnt ihr da eine Liste finden mit allen Streamern und Streamerinnen und die euch die Adressen abgreifen, quasi, das ist auch oben verlinkt. Die findet ihr, solltet ihr da finden. Ansonsten einfach nur in den Eventkalender schauen, da ist auch immer viel los in letzter Zeit. Ja, und für alle die uns unterstützen auf Patreon, für die gibt's gleich noch einen ganz kurzen Aftershow-Talk. Und falls ihr uns auch unterstützen wollt, geht mal rüber auf Patreon. Dann könnt ihr da mal gucken. Ich glaube, mein Bot funktioniert gerade nicht mehr, Katze und Wolf. Der ist irgendwie abgestürzt oder so. Gut.
Wo war ich? Genau. Könnt uns da unterstützen, wenn ihr denn wollt. Wenn nicht, dann nicht. Dafür kriegt ihr dann da irgendwie sowas wie Aftershow-Talks oder ich habe einen Vlog aufgenommen dieses Jahr, dieses Mal. Das allererste Mal. Ich bin jetzt unter die Vlogger gegangen. Also wenn euch sowas interessiert, dann bitte guckt da mal nach. Oder ihr schaut auf meiner Koala-Homepage vorbei. Da gibt es auch immer ganz viele Informationen. Heute ganz frisch Fanart, die ich veröffentlicht habe. Von Plastiklöffel und von Feder zum Beispiel. Da gibt es auch ganz viel Engelkram, also wenn ihr da mal vorbeiguckt. Und wenn ihr selber mal meint, ihr wollt mal Inariel zeichnen oder so, gerne. Ja, sagt Bescheid. Und dann nehme ich das gerne und kann das auch da weiter irgendwo reinschieben und veröffentlichen. Wobei wir von den Engeln schon sehr viele Bilder haben. Ich bin für so ein Inariel Daumenkino. Das ist bestimmt das Inariel Daumenkino, jawohl. Als ein Standbild. Und vor allem, wie wurde das gezeichnet, wenn er Porträt stehen muss? Inariel Daumenkino. Wahrscheinlich hat Inariel irgendwelche Tiere zu sich gerufen und überredet, so, sich so zusammenzustellen, Umhang drum gehangen und das Ja, wie das Ganze aussieht. Vorsintflutliche Technik. Wie das Ganze dann aussieht, das überlasse ich eurer gruseligen Fantasie oder naja, besser nicht. Bin gespannt, ob da was kommt. Ich habe ja gesehen, hier Tava ist im Chat, die kann zum Beispiel auch malen, habe ich mir sagen lassen. Kannst auch einen bärtigen Daniel malen, wenn du magst. So, ja, und ich wünsche euch auch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das ja guckt, später auf YouTube. Denn wenn ihr es auf YouTube guckt, dann lasst uns einen Kommentar unten drunter und sagt uns, was ihr davon haltet. Wir freuen uns über alles, was da kommt und hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr da eh schon mal seid auf YouTube, könnt ihr uns auch einen Daumen hinterlassen. Ihr kennt die ganzen Kram. Gut. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich Tschüss und bleibt gesund. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.